Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, recht herzlich willkommen bei unserer gemeinsamen Veranstaltung des Historischen Vereins Bezirksgruppe Neustadt, des Landesarchivs Rheinland-Pfalz, Speyer und der Landeszentrale für politische Bildung. Ich freue mich, unseren ersten Vorsitzenden, Herrn Oberbürgermeister AD Werner Schineller, herzlich willkommen zu heißen, Herrn Bürgermeister Rüttlingshöfer von der Stadt Neustadt zusammen mit der Frau Noack vom Archiv, den kompletten Vorstand unserer Bezirksgruppe und zahlreich den Altarchivar Herrn Westrich, dann die Frau Baas von der Landesbibliothek. Also freue mich, dass eine Menge Leute hierher gekommen sind. Und als wir im März die Veranstaltung diesen Jahres, das historische Seminar der Johannes-Gutenberg-Universität, das Landesarchiv und die Landeszentrale für politische Bildung, der offene Kanal, ich begrüße den Herrn Dr. Ressmann, der freundlicherweise heute auch die Veranstaltung wieder aufzeichnet, und die Stadt Neustadt sich entschlossen hatten, diese Veranstaltung hier durchzuführen und sich insbesondere mit der Person des Gauleiters Josef Bürgels beschäftigt haben, wurden sie von einer ungeahnten Nachfragewelle überrascht. Die ganztägige Veranstaltung war ein voller Erfolg. Leider mussten wir damals auch vielen Interessenten absagen. Bereits wenige Tage nach der Veranstaltung ist der Leiter des Landesarchivs in Speyer, Herr Dr. Rummel, mit dem Vorschlag an mich herangetreten, eine Folgetagung zu veranstalten, um der großen Nachfrage gerecht zu werden, aber auch um aufgeworfene Fragen zu beantworten und die gewonnene Perspektiven zu vertiefen. Im gemeinsamen Gespräch mit dem Vorstand unserer Bezirksgruppe haben wir uns entschieden, eine Nachfolgetagung im Herbst 2014 auf den Weg zu bringen. Dies ist auch mir ein besonderes Anliegen, ergänzt doch die Tagung mein durchaus generelles Wissen über die damalige Zeit und hat mich auch zu eigenen Forschungen angeregt, wurde doch im Familienkreis nur sehr wenig über die Zeit zwischen 1932 und 1945 gesprochen. Funde im Rahmen des Erbes meiner Familie, inklusive einer Bescheinigung meines Großvaters mütterlicherseits, die er sich im Neustadter Rathaus ausstellen ließ, nicht Mitglied der NSDAP zu sein, bis hin zum Verordnungsblatt zur Entnazifizierung, in dem neben meinem Vater auch zahlreiche bekannte Neustadter Lehrer und Journalisten verzeichnet waren. Auch das schon bei der Tagung im März bearbeitete Projekt Deutsche Weinstraße, dessen Erforschung heute weiter fortgesetzt wird, spielte durchaus bei der Diskussion in unserem Hause eine Rolle, insbesondere auch im Hinblick auf führende Köpfe unserer Stadtregierung damals in den 50er Jahren, wie auch im Hinblick auf führende Protagonisten der Weinbruderschaft. Ich freue mich also auf weitere Anregungen für Recherche und dass es uns gelungen ist, für heute ein kompetentes Tagungsteam zu gewinnen. Frau Dr. Pia Nöttblom, die bereits bei der ersten Tagung dabei war und im Arbeitsbereich Zeitgeschichte der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität wirkt. Herr Uwe Bader, bei der Landeszentrale für politische Bildung für die Gedenkarbeit in Hinset und Osthofen zuständig. Frau Dr. Dagmar Gilger, seit 1992 Redakteurin bei der Rheinpfalz und hier insbesondere für deutsch-französische und die sich hier insbesondere deutsch-französischen und historischen Themen widmet, sowie Herr Dr. Walter Rummel, der sich als Leiter des Landesarchivs in Speyer besonders auch mit der Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz und hier der Geschichte des Nationalsozialismus befasst. Begrüßen Sie mit mir unsere Gäste. Wir werden starten mit einem Rückblick zur Veranstaltung im März durch Frau Dr. Nöttblom und uns dann nochmal der Person Josef Bürgels und seinem Nachleben zu widmen. Zur Gedenkstättenarbeit wird Herr Uwe Bader vortragen, bevor Frau Dr. Gilger auf Josef Bürgels Beziehungen zur Deutschen Weinstraße eingeht. Ich würde mich freuen, wenn die verschiedenen Vorträge Sie dazu anregen würden, sich weiter mit der Geschichte unserer Heimatstadt zu beschäftigen. Vielleicht gelingt es uns ja, falls im Rahmen der Neuorganisation des Finanzamts das Gebäude in der Konrad-Adenauer-Straße frei wird, mit dem Land Rheinland-Pfalz zu einer Lösung zu kommen, die erfolgreiche Gedenkstättenarbeit im Quartier Hornbach ergänzt. Wenn wir die schwierigen Zeiten des Nationalsozialismus noch weiter untersucht haben, stellt sich für die Bezirksgruppe Neustadt des Historischen Vereins die Frage, ob wir nicht gemeinsam mit dem Landesarchiv uns zur Herausgabe eines Stadtführers Neustadt, analog dem von Koblenz, den Sie mir freundlicherweise zur Betrachtung überlassen haben, Herr Dr. Rummel, umzusetzen.
Um ein solches Projekt zu realisieren, werden allerdings noch zahlreiche Recherchen notwendig sein. Was ich auf jeden Fall ins Auge gefasst habe, ist, dass wir für das Jahr 2015 doch noch mal versuchen, den Südwestfunkfilm über Josef Bürgel zu bekommen und dann anschließend noch mal eine Diskussion nach diesem Film durchzuführen. Lassen Sie uns nun unsere Veranstaltungen mit einem Rückblick auf die Veranstaltung im März 2014 beginnen. Frau Dr. Nordblom, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Schreiner. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank allen Organisatoren des heutigen Abends für die Möglichkeit, heute eine kleine Rückschau zu halten. Ich möchte Sie mit einigen Perspektiven verbinden, die mir im Umgang mit der Geschichte rund um Josef Bürgel wichtig erscheinen. Am 21. März dieses Jahres, Herr Schreiner hat davon gesprochen, fand in diesen Räumen eine öffentliche ganztägige wissenschaftliche Konferenz zum Thema Josef Bürgel, nationalsozialistische Herrschaft und Gefolgschaft in der Pfalz statt. Ihr folgte am Abend eine Podiumsdiskussion mit Vertretern des öffentlichen Lebens aus den Bereichen Gedenkarbeit und Politik. Sie beschäftigten sich mit dem Erbe Bürgels als Herausforderung für die Gegenwart. Vertreter vieler Einrichtungen waren an diesem Tag zusammengekommen, um sich intensiv und vielschichtig mit seiner Person und seinen Herrschaftsmechanismen auseinanderzusetzen. Die Landeszentrale für politische Bildung, das Landesarchiv Speyer, der offene Kanal Ludwigshafen, wir hatten es eben schon gehört, die Stadt Neustadt, das historische Seminar der Universität, wirkten als Veranstalter, weitere Kooperationspartner, der historische Verein und der Förderverein Gedenkstätte waren beteiligt. Arrivierte NS- und Regionalhistoriker, Archivare und Nachwuchswissenschaftler und Studierende brachten ihre Kenntnisse ein. Ausgehend von der Reflexion über die Rolle der Region als Mittelinstanz im Nationalsozialismus präsentierten die Referenten in 10 weiteren Beiträgen Bürgels Netzwerke und frühe parteiliche Konflikte, das Verhalten des bayerischen Ministerpräsidenten Siebert gegenüber der Pfalz, verschiedene Facetten von Unterdrückungspolitik, Bürgels Bedeutung für die pfälzische Pressepolitik, die Kirchen, die Wissenschaften, und die Referenten befassten sich mit Anwendungsfeldern von Bürgels Propaganda. Der Ausblick auf Bürgels Rolle im Zusammenhang mit dem Anschluss Österreich beschloss die wissenschaftliche Tagung. Letztlich ging es um die Frage nach der Rolle Bürgels im Nationalsozialismus. War er ein Akteur zweiter Reihe, eine nachrangige Persönlichkeit, die beispielsweise geschickt den Weinbau und Tourismus gefördert hat? Oder hat er die Entwicklung des nationalsozialistischen Herrschafts- und Unterdrückungssystems in der Pfalz, an der Saar, in Lothringen und in Österreich nicht vielmehr maßgeblich vorangetrieben? Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie unterbreche, könnten Sie ein klein wenig bisschen lauter? Lauter? Okay, ich weiß nicht, kann ich es hier irgendwie regulieren? Näher dran. Näher dran, okay. Bitte? Okay. Wir probieren es. Gut. Ist jetzt besser? Okay. Aber ich fange nicht nochmal an. Okay. Ja. Gut. Ja. Aber vielleicht nochmal den Gedanke. Also war eben Bürgel ein Akteur zweiter Reihe? Oder hat er eben die Entwicklung des nationalsozialistischen Herrschafts- und Unterdrückungssystems in der Pfalz und andernorts eben an seinen Wirkungsstätten nicht vielmehr maßgeblich vorangetrieben? Danke. Sollte man ihn nicht als einen zentralen Schrittmacher des verbrecherischen Nationalsozialismus begreifen, der, hätte er das Kriegsende erlebt, nicht viel anderes als sein Kollege Robert Wagner im benachbarten Gau Baden-Elsass zu erwarten gehabt hätte. Wagner nämlich wurde nach einem Urteil der französischen Militärjustiz nach Kriegsende wegen seiner Vergehen erschossen. Hätte ein solches Ende Bürgels seine Rezeptionsgeschichte in der Pfalz verändert? Aus der Fülle aller Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tagung möchte ich nur eine einzige herausgreifen
weil sie mir besonders wichtig erscheint. Herr Schreiner hat auch schon darauf abgehoben. Dies ist das öffentliche Interesse, das die Veranstaltung zu Bürgel gefunden hat. 200 Leute konnten wir unterbringen. Mindestens ebenso vielen mussten wir aus Platzgründen notgedrungen absagen. Und manches Gespräch mit Interessenten fand jenseits der eigentlichen Tagung statt. Wir haben der Nachfrage dadurch Rechnung zu tragen versucht, indem die gesamte Veranstaltung dankenswerterweise vom offenen Kanal Ludwigshafen im Internet gesendet wurde, indem sie eben inzwischen als Aufzeichnung auf DVD vorliegt. Auch hier herzlichen Dank an den offenen Kanal Ludwigshafen und die Landeszentrale für politische Bildung und indem wir schließlich drittens die Beiträge in Kürze als Open Office Publikation weltweit kostenlos für jedermann zugänglich machen. Woher rührt aber dieses enorme Interesse an Bürgel jetzt, 70 Jahre nach seinem Tod? Was wussten manche der Zuhörer und Gesprächspartner über Bürgel aus dem Erfahrungsschatz ihrer Familien? Und welche Fragen trieben die Zuhörer jedweden Alters um? Ich deute diesen Zuspruch zu der Veranstaltung als Indikator für ein Erzählbedürfnis auf der einen Seite und als ein Wissensbedürfnis auf der anderen. Einige hochbetagte Leute bzw. deren Kinder haben sich mit episodenhaften Erinnerungen an Bürgel bei uns gemeldet. Sie haben seine Persönlichkeit lebendiger werden lassen. Im einen oder anderen Fall haben uns Zeitzeugen vermittelt, einmal ihre Geschichte zu erzählen, habe ihnen späte Genugtuung bereitet und ein Stück Würde zurückgegeben. Besonders bemerkenswert war der Fall eines Mannes, der berichtete, dass er wegen seines Engagements in der katholischen Jugendarbeit ebenso wie weitere 120 pfälzische Jugendliche zwangsweise auf eine Anordnung Bürgels hin für die Waffen-SS rekrutiert worden sei, also ich gebe so die Erzählung wieder, und der eben nun hofft, dass die Bürgelforschung irgendein Dokument auftut, das eben den Zwangscharakter dieser Maßnahme belegt. Neben diesem Erzählbedürfnis waren andere Zuhörer vom Wissensbedürfnis angetrieben. Etliche interessierten sich sehr für die privaten wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie Bürgel. Dr. Rummel hat diesen Impuls aufgegriffen, Überraschendes zutage befördert. Davon wird er eben gleich berichten. Längst sind maßgebliche Verantwortungsträger der nationalsozialistischen Jahre verstorben. Doch sei die Frage erlaubt, ob nicht das kleinstädtisch-ländliche Milieu in der Pfalz Strukturen begünstigt hat, die das umfassende Erinnern an den Nationalsozialismus, die klare Benennung von Opfern und Tätern erst mit größerer zeitlicher Verzögerung hat einsetzen lassen. Nämlich dann, wenn daraus keine ernsteren Konsequenzen für das soziale Miteinander mehr zu befürchten sind. Der Umgang mit dem Nationalsozialismus verändert sich beständig. Jede Generation stellt aber die Fragen an die Vergangenheit neu. Jede Generation gießt die Erinnerung an die Vergangenheit in neue Formen. Und weil es notwendig ist, das Bild von Bürgel und seinen Getreuen unserer heutigen Sichtweise und unseren Fragen und unserem heutigen aktuellen Kenntnisstand anzupassen, unseren Kenntnisstand zu erweitern, werden eben die Fragen dringlicher, weil sich die Kluft immer mehr auftut zwischen dem, was wir über Bürgel wissen wollen, und dem Bild von ihm, das manchmal noch zu herrschen scheint, wenn seine Leutseligkeit, sein regionaler Paternalismus, seine eigentliche Mitverantwortung für Unterdrückung und Verbrechen in den Hintergrund drängen. Ein solches Bild von Bürgel als eher positiv besetzten Nationalsozialisten scheint die späteren Vorkriegsjahre nach der Gleichschaltung mit zunehmender Vollbeschäftigung und dem Weinstraßenerfolg sowie den vorzeitigen Tod Bürgels im September 1944
geradezu eingefroren zu haben, während eben andere Tätigkeitsprofile und Verantwortungsprofile von Bürgel dahinter zu verschwinden scheinen. Wenn wir von Bürgel reden, dann sollten wir ihn also als Chiffre für das gesamte System von Gewaltherrschaft in unserer Region begreifen. Wir sollten seine Unterstützung durch eine breite Gefolgschaft von Überzeugten und Mitläufern keinesfalls aus dem Auge verlieren. Von einem vereinfachenden Personenzentrismus müssen wir uns daher hüten. Lassen Sie uns deshalb heute Abend gemeinsam nachdenken, was uns eben heute wichtig ist, wenn wir über Josef Bürgel, den Nationalsozialismus in der Pfalz und in Neustadt reden. Und lassen Sie uns auch nicht vergessen, dass unsere Überlegungen irgendwann einmal überholungsbedürftig sein werden. Das ist der normale Gang von Geschichtswissenschaft und historischer Gedenkarbeit. Doch was könnten die nächsten Schritte in der Causa Bürgel sein? Was steht an? Ich konzentriere mich auf 4 Perspektiven für unsere Region und den Schwerpunkt Neustadt. Erstens, die besondere Rolle der Stadt Neustadt als Zentralort des Nationalsozialismus in der Pfalz, vor allem in den Vorkriegsjahren zwischen 1933 und 1939, wurde in der Tagung deutlich sichtbar. Herrschaftszeichen nationalsozialistischer Insignien und Gewalt sind bis heute in baulichen Relikten der Stadt gut erhalten. An die bekanntesten das frühe Konzentrationslager, das Gebäude der Gauleitung, das Gestapo-Gefängnis sei erinnert. Viele weitere Einrichtungen der Gauleitung, der Partei und ihrer Gliederungen, stellvertretend nenne ich die HJ-Zentrale, hatten beispielsweise in Neustadt 1937-38 ihren Sitz. Ich denke, dass die Fülle baulicher Relikte und ihre Zentralortfunktion die Stadt Neustadt besonders prädestiniert zum modernen Lernort für den Nationalsozialismus in der Pfalz zu werden. Hierzu braucht es meiner Meinung nach ein Konzept, das die wichtigsten Zentralorte in Neustadt verbindet und eine Trägerstruktur schafft, darauf komme ich gleich noch einmal. Die Stadt sollte meines Erachtens in Zusammenarbeit mit bürgerschaftlichen Initiativen eine stärker als bisher aktiv mitgestaltende Rolle übernehmen. Diese könnte unter anderem darin bestehen, sich für eine entsprechende Ausstattung mit Ressourcen einzubringen, hierfür Klinken zu putzen und Türen zu öffnen. Eine rein passive Unterstützung bürgerschaftlicher Aktivitäten wird wohl eher dauerhaft die Segel der Kritiker aufblähen, die der Stadt eine gewisse Lauheit gegenüber der Verantwortung dieser Vergangenheit attestieren möchten. Dies betrifft beispielsweise die inzwischen in die Jahre gekommene Darstellung der Neustadter NS-Zeit im Stadtmuseum. Immer dringlicher spürbar ist das Fehlen einer umfänglichen Stadtgeschichte für die Zeit des Nationalsozialismus. Andere pfälzische Städte, zuletzt Frankenthal und Landau, haben hier klare Signale gesetzt und Standards neu definiert. Zweitens. Ein wichtiger Schritt in Richtung Neustadt als Lernort des Nationalsozialismus wird auch da, das haben Sie schon angerissen, die künftige Verwendung oder Teilnutzung des Gebäudes der vormaligen Gestapo-Zentrale in der Konrad-Adenauer-Straße 10 sein, sobald eben die Steuerfahnder das Gebäude aufgegeben haben. Die LBB als Eignerin der Liegenschaft sowie das Finanzministerium sind bereits für die Geschichte des Gebäudes sensibilisiert. Im Moment ist noch unbekannt, ob in den Zellen im Keller des Gebäudes unter dem jetzigen Wandverputz Inschriften von Häftlingen aufzufinden sind. Dies herauszufinden wäre nach der Leerstellung ein wichtiger Schritt. Anregungen zu einem möglichen Nutzungskonzept ließen sich aus einem Kolloquium gewinnen. Vertreter anderer Städte und Initiativen, die vormalige Gestapo-Gebäude heute zu Gedenkzwecken nutzen,
könnten ihre Erfahrungen in Neustadt präsentieren. Ich nenne hier in Auswahl Köln, Weimar, Stuttgart und Saarbrücken. Ausgehend von diesen Ideen könnte sich eine Art Ausschuss oder Arbeitskreis von Vertretern maßgeblicher Institutionen und Initiativen bilden, der eben Vorschläge für ein Nutzungskonzept entwickelt. Eine geeignete und stabile Trägerstruktur unter Einbeziehung aller Kräfte sollte entwickelt werden. Hierbei sollten auch die Möglichkeiten bisheriger Akteure der historischen Gedenkarbeit in der Pfalz und im Land berücksichtigt werden, um Synergieeffekte zu nutzen und um die Akzeptanz einer solchen Einrichtung zu fördern. Drittens. Jenseits der Notwendigkeit eines solchen Großprojekts hat die Tagung noch etwas anderes sehr deutlich gezeigt. Die historischen Wurzeln des Erfolgsschlagers Deutsche Weinstraße von Josef Bürgel 1935 initiiert, haben in der Pfalz bislang keinen Erinnerungsort, der die Gestehungsgeschichte der Deutschen Weinstraße und des Deutschen Weintors in den Blick nimmt und diese Geschichte in einen breiteren politischen Kontext einbettet. Das bevorstehende Weinstraßenjubiläum 2015 gibt Gelegenheit, diese Peinlichkeit vermeiden. Noch ließe sich ein mächtiger Imageschaden der Pfalz in der wenigen bis zum runden Geburtstag am 19. Oktober 2015 verbleibenden Zeit abwenden. Frau Dr. Gilcher wird sich mit dem Thema Weinstraße nachher ausführlicher befassen. Wäre nicht gerade Neustadt, dass die Wahl der Weinkönigin seit 1930 öffentlich wirksam inszeniert, wäre nicht gerade diese Stadt berufen, aktiv zu werden und zum Beispiel eine Ausstellung zu präsentieren zum Thema Geschichte der Weinstraße oder sich angemessen an einer solchen zu beteiligen? Oder soll auch 2015 noch gelten, was schon im Umgang mit dem eindimensional als Weinseligkeit inszenierten Weinstraßenjubiläum vor 30 Jahren im Spiegel über die Pfalz zu lesen war? Zitat: Es gibt in dieser Region durchaus noch etwas kaputt zu machen an Geschichte. Zitat Ende. Viertens, Perspektive Wissenschaft. Die Tagung hat gezeigt, wie sehr uns ungeachtet sehr verdienstvoller Detailstudien eine solide Biografie Bürgels fehlt. Sie sollte seine vielfältigen politischen Wirkungsfelder in der Pfalz, an der Saar, in Lothringen, in Österreich, in Berlin und München aktengestützt nach gängigen wissenschaftlichen Standards untersuchen. Eine solche Unternehmung anzustoßen bzw. Finanzierungsgrundlagen zu schaffen, bleibt eine Zukunftsaufgabe. Wir brauchen eine solche Arbeit, nicht nur der besseren Kenntnis Josef Bürgels wegen, sondern auch des besseren Verständnisses über die Wirkungsweisen des Nationalsozialismus, nicht zuletzt in unserer Region. Ich danke Ihnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Dr. Nochblum hat die Frage gestellt in ihrem Vortrag, wie es Gauleiter Josef Bürgel ergangen wäre, wäre er nicht am 28. September 1944 gestorben, ob die französische Militärregierung mit ihm so umgegangen wäre, wie es eben dann mit seinem Kollegen, dem badischen Gauleiter Robert Wagner, war, der nach einem langen Militärgerichtsverfahren mit der ganzen Gauleitung im Fournet am 14. August 1946 standrechtlich erschossen wurde, weil er sich eben für die aggressive Germanisierungspolitik im Elsass, die viele Tote gekostet hatte und die Wagner den Namen Henker des Elsass, Bureau de l'Alsace, eingetragen hatte, verantworten musste. Oder wäre es Josef Bürgel ergangen wie Karl Kaufmann, dem Gauleiter von Groß Hamburg,
der das Kunststück fertigbrachte, Hamburg im April 1945, entgegen allen Durchhaltebefehlen Hitlers und der Wehrmachtsführung als offene Stadt den Engländern zu übergeben und dadurch weitere Kämpfe mit Toten und Zerstörungen zu vermeiden. Kaufmann wurde zwar von den Briten verhaftet, aber nie von ihnen angeklagt, und ein späteres staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit wurde eingestellt. Bis zu seinem Tod 1969 lebte der frühere Gauleiter Kaufmann als gut situierter Bürger in Hamburg. Dabei ist die Liste der ihn belastenden Sachverhalte lang. Kaufmann hatte das KZ Fußbüttel einrichten lassen, er deckte die dort begangenen Morde, er leitete persönlich die Gestapo der Stadt und trug Mitverantwortung für die Morde im KZ Neuengamme. Im September 1941 drängte er Hitler um Erlaubnis, die Juden seiner Stadt nach Osten zu deportieren, um ihre Wohnungen an die ersten Luftkriegsopfer zu geben. Ähnlichkeiten und Unterschiede zu Bürgel sind erkennbar. Was Kaufmann vor allem mit dem Gauleiter der Pfalz verbindet, war der persönliche Führungsstil sowie sein sozialistisches Gepräge, mit dem er einen Sozialismus der Tat betrieb. So gefiel sich Kaufmann in der Rolle des bürgernahen Politikers und Bürgeranwalts. Er hielt wöchentlich, ganz modern, eine Bürgersprechstunde ab, und wenn es ihm in seiner Allmacht gefiel, setzte er Verwaltungsentscheidungen einfach außer Kraft. Auch damit würde er sich heute noch beliebt machen. Wie Bürgel präsentierte er sich als Arbeiterfreund. Dass die Engländer Kaufmann ohne Strafverfahren davonkommen ließen, dürfte in der Hauptsache damit zu tun haben, dass der frühere Gauleiter keine Straftaten gegen englische Staatsbürger, wie zum Beispiel Fliegermorde, zu verantworten hatte. Doch Bürgel hätte sich durchaus wegen der von ihm im besetzten Lothringen betriebenen Germanisierungspolitik vor einem französischen Gericht verantworten müssen. Und die Misshandlungen, die im SA-Lager in Neustadt stattfanden, seine Rolle in der Reichspogromnacht und bei der Deportation der Juden, hätte die Staatsanwaltschaft in einem Verfahren wegen des Verdachts auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit untersuchen müssen. Trotz des vorzeitigen Todes Bürgels waren diese Fragen aber bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit Gegenstand einer ersten juristischen Bewertung, und zwar im Rahmen der sogenannten Entnazifizierung. Das entsprechende Verfahren, das die Franzosen als Épuration bezeichneten, im damaligen Amtsdeutsch hieß es politische Säuberung oder auch politische Bereinigung, sollte nicht nur die Grundlage eines demokratischen Neuanfangs sein, sondern auch dazu dienen, Verantwortung zu beurteilen und gegebenenfalls zu bestrafen. Die Entnazifizierung war in Rheinland-Pfalz mittels Landesverordnung vom 17. April 1947 von der Landesregierung in Anlehnung an die ordentlichen Gerichtsverfahren neu geordnet worden. Danach wäre der ehemalige Gauleiter als Hauptschuldiger eingestuft worden. Dies bedeutete Gefängnis oder Internierung bis zu 10 Jahren und dauernde Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter. Die persönlichen Strafen hatten sich durch den vorzeitigen Tod Bürgels erübrigt, nicht aber die finanziellen Folgen. Verlust der Rechtsansprüche seiner Witwe auf ein Ruhegehalt, auf eine Unterstützung oder eine Rente aus öffentlichen Mitteln, teilweise oder vollständiger Vermögenseinzug bis auf einen Betrag, der zur Bestreitung eines angemessenen Lebensunterhaltes notwendig sein würde. Zur Sicherung möglicher finanzieller Sühnenleistungen, aber auch zur Feststellung eventuellen Raubgutes, hatten die Alliierten das Kontrollratsgesetz Nummer 52 erlassen, welches die Sperrung auch aller privaten Vermögen von NS-Amtsinhabern vorsah. Auf dieser Grundlage war auch Gauleiter Bürgels Vermögen zunächst vollständig gesperrt, war sein gesamter Grund- und Hausbesitz vorläufig beschlagnahmt worden. Josef Bürgel hatte am 27. September 1944, am Tag vor seinem Tode, seine Frau Hilde zur Alleinerbin seines gesamten Vermögens eingesetzt. Zudem hatte Hilde Bürgel Anspruch auf Hinterbliebenenrente, obgleich sie während der NS-Zeit nie ein Amt ausgeübt hatte und nicht Parteimitglied gewesen war, ebenfalls der Entnazifizierung zu stellen. Genau deswegen meldete sie sich mit Schreiben vom 22. Juni 1948 der Landeskommissar für die politische Säuberung in Rheinland-Pfalz, Abteilung Pfalz, beim Untersuchungsausschuss in Neustadt und dem dazugehörigen öffentlichen Kläger, der hatte so eine staatsanwaltschaftliche Funktion. Ich zitiere: Zur Klärung vermögensrechtlicher Verhältnisse ist es dringend erforderlich, das Verfahren gegen den verstorbenen ehemaligen Gauleiter Josef Bürgel durchzuführen. Ich ersuche Sie, sich aus diesem Grunde mit der Witwe Frau Hilde Bürgel, geborene Spieß, zurzeit wohnhaft in Heidelberg, in Verbindung zu setzen.
Frau Birkel soll den Fragebogen für ihren verstorbenen Mann ausfüllen und die Richtigkeit, soweit sie in der Lage ist, an Eidesstatt versichern. Zitat Ende. Mit diesem Schreiben beginnt die Entnazifizierungsakte zu Josef Birkel und seiner Frau. Sie ist nicht unter den 60.000 Akten dieses Typs im Landesarchiv Speyer überliefert, weil sie nach Abschluss des Verfahrens an die zentrale Behörde des Landeskommissars in Mainz gelangt war und dort anschließend noch bis mindestens 1958 von der Landesregierung zur Klärung von noch offenen Fragen konsultiert wurde, ehe sie dann nach jahrzehntelanger Ablage mit über 100.000 weiteren Akten dieser Art vom Innenministerium an das Landeshauptarchiv in Koblenz abgegeben wurde. Im Landesarchiv Speyer galt sie als verschollen. Noch nicht einmal die obligatorische Karteikarte dazu war bei uns vorhanden, weswegen wir eben der Meinung waren, sie ist weg. Sie muss sie gegeben haben, aber sie ist weg. Nun ist sie aufgrund regulärer Erschließungsarbeiten, Eingaben von Personaldaten in die EDV im Landeshauptarchiv Koblenz aufgetaucht bzw. nachweisbar. Aufgrund ihres Umfangs von über 200 Blättern kann sie heute Abend von mir natürlich nicht annähernd erschöpfend dargestellt werden, aber in Zusammenhang mit weiteren Unterlagen, die ich ebenfalls im Landeshauptarchiv Koblenz ermitteln konnte, und zwar im Bestand der Akten der Staatskanzlei, in denen es um drei Gnadengesuche der Familie Birkel gegen das Entnazifizierungsurteil geht, ergeben sich erste Eindrücke zur Frage der politischen und persönlichen Verantwortung, aber auch zur Sichtweise von Birkels Frau und Sohn, die ich hier skizzieren möchte. Einen ersten Eindruck von dieser Sichtweise gibt Hilde Birkel in ihrer Reaktion auf die Einleitung des Verfahrens. Sie weigerte sich, den üblichen Fragebogen auszufüllen, wie sie der Behörde am 25. Juli 1948 mitteilte. Sie wolle aber dafür einige allgemeine Angaben machen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ihr Sohn Hermann noch in russischer Kriegsgefangenschaft, aus der er erst im Laufe des kommenden Jahres 1949 zurückkehren sollte. Ein zweiter Sohn war Anfang 1943 gefallen. Ich zitiere aus ihrem anderthalbseitigen Schreiben. Mein Mann ist im Jahre 1925 oder 1926 der NSDAP beigetreten. Der Krieg 1914-18 und die Nachkriegszeit mit dem sozialen Unfrieden ließen meinen Mann durch die NSDAP die Möglichkeit sehen, seine innere Einstellung zur sozialen Frage zu verwirklichen. Die Auslegung des Programms gestatteten neben dem zur Gemeinschaft Verpflichtenden noch so viel Spielraum zur Entfaltung von Eigenpersönlichem. Mein Mann konnte nach Aufnahme seiner politischen Tätigkeit bleiben, was er war, der Sohn seiner christlichen Eltern in einer im Pfälzer Volkstum verwurzelten Volksgemeinschaft. So war er mir ein liebender Gatte und treusorgender Vater unserer zwei Buben bis zu seinem Tode. Im politischen Tageskampf wehrte er sich gegen Verflachung, Mechanisierung und gegen die Überfremdung unseres Volkslebens. Im besinnlichen Heimleben pflegte er mit uns, den Verwandten und einigen alten Freunden, unsere Familientradition aus pfälzischem Heimatboden im Einklang mit seinem deutschen Geschichtsbewusstsein. Ehrfurcht und Hochachtung vor den größeren Gestalten unseres Volkslebens und des abendländischen Kulturkreises waren Selbstverständlichkeiten. Überheblichkeit gegenüber Fremdartigem und anders sein Wollendem kannte er nicht. Vor der propagandistischen Ausweitung menschlicher Irrungen und Fehler politischer Gegner warnte er höheren Ortes und machte sich dieselben auch nicht zu eigen. Er hatte den Willen, das von ihm geführte Gaugebiet zu dem tolerantesten im Reich zu machen. Zitat Ende. Kurzer Zwischenkommentar, wenn dies alles tatsächlich Birkels politisches Programm gewesen wäre, so wäre er natürlich grandios gescheitert, und zwar nicht erst, als sich das Kriegsglück gegen das tausendjährige Reich wendete und der Gauenleiter zunehmend im Gegensatz zu Hitler und Göring geriet. Toleranz war so ziemlich die am wenigsten ausgeprägte Eigenschaft der Nationalsozialisten. Ich fahre noch fort im Brief von Hilde Birkel. Im Kriegsausbruch und seiner Ausweitung auf die Westgebiete mit sichtlicher Verlängerung sah mein Mann eine Entgleitung des Nationalsozialismus auf eine erfolgsunsichere Ebene. Er glaubte und hoffte zutiefst, dass England und Frankreich zu gemeinsamer Abwehr des Weltbolschewismus sich mit uns zusammenfinden wüssten. An der Stelle hat der Jurist, der den Brief als erstes las,
Angemerkt, das hofften auch Hitler und seine Trabanten. Seine persönlichen außenpolitischen Ein- und Aussichten durfte mein Mann leider nicht Adolf Hitler vortragen, obwohl er sich über das Außenministerium, also Ribbentrop, und die Parteikanzlei Bormann bemühte. In unserer Wohnung, auf seiner Dienststelle und bei seinem Bemühen kamen sehr viele notgeplagte Mitmenschen zu ihm, denen er ohne Ausnahme Hilfe in jeder möglichen Form zuteilwerden ließ. Er bedauerte oft, in seinem Gaugebiet Dinge gesehen zu sehen, Dinge gesehen zu haben, besonders während des Krieges, die seiner Initiative nicht entsprungen waren und zu denen er kein inneres Verhältnis hatte. Seine Arbeit und Sorge galt nur denen, welche nicht in der Lage waren, ihr Lebensschiff selbst zu steuern. Wozu der Nationalsozialismus als Träger der Staatsgewalt des deutschen Volkes verpflichtete, das trugen mein Mann, unsere Buben und ich in allen Erscheinungsweisen ungemindert und selbstverständlich mit allen Volksgenossen. Wir bewahrten uns aber auch einen Lebensbezirk, in dem wir unsere Eigenverantwortung und entsprechend Persönlichkeitswerte in unseren Lebensstil einflochten, was mein Mann auch bei allen anderen wünschte und nicht zu verhindern suchte. Zitat Ende. Ich lasse es mal so unkommentiert stehen und komme am Ende nochmal auf diese Perspektive, wie sie den familiären Raum gesehen hat, zurück, weil das natürlich schon sehr prägnant und aufschlussreich ist. Nur eine Bemerkung. Interessant ist der Hinweis Hilde Birkels auf das Engagement ihres Mannes zur sogenannten sozialen Frage. Hilde Birkel führt dies nicht aus, aber zur sozialen Frage, wie sie in der Weimarer Republik diskutiert wurde, gehörte aus nationalsozialistischer Sicht immer auch die sogenannte Judenfrage, weil die sozialistischen Kräfte in der Partei die Juden als hauptsächliche Träger und Nutznießer des Kapitalismus sahen, der aus ihrer Sicht für die gesamte wirtschaftliche Misere Deutschlands und insbesondere der kleinen Leute verantwortlich sei. Die deutschen bzw. pfälzischen Juden aber werden in keiner Stellungnahme von Hilde Birkel jemals erwähnt. Zum Fortgang des Verfahrens. Der öffentliche Kläger konnte es natürlich nicht bei dieser formlosen Stellungnahme, so interessant sie war, belassen. Mit Zustellungsurkunde ging an Frau Hilde Birkel in Heidelberg eine erneute Aufforderung zur Einsendung des obligatorischen Fragebogens. Dabei ein Wink mit dem amtlichen Zaunfall. Zitat: Da die Militärregierung um beschleunigte Entnazifizierung in dieser Angelegenheit gebeten hat, wird um sofortige Übersendung gebeten. Zitat Ende. Hilde Birkel kam dem dann im September 1948 nach. Zugleich wurde am schwarzen Brett des Neustädter Rathauses die in diesem Entnazifizierungsverfahren übliche Aufforderung veröffentlicht, B- und Entlastendes beim stadträtlichen politischen Ausschuss vorzubringen. Doch es meldete sich niemand, weder für noch gegen ihn. Der Neustädter Oberbürgermeister teilte dem öffentlichen Kläger unter Hinweis auf die hohen politischen Aufgaben des verstorbenen Gauleiters mit, nähere Ausführungen über Birkel zu machen, dürfte sich erübrigen. Zitat Ende. Über Hilde Birkel vermerkte der Oberbürgermeister lediglich, dass Nachteiliges über sie nicht bekannt sei. Auch zu ihr hatte sich trotz der öffentlichen Aufforderung niemand gemeldet. Der ebenfalls befragte Bürgermeister von Musbach gab nur an, dass Birkel bis 1931 in seiner Gemeinde polizeilich gemeldet war und aufgrund seines politischen Amtes natürlich politisch tätig war. Etwas ausführlicher fiel seine Stellungnahme zu Hilde Birkel aus. Sie habe verschiedentlich bei der Südmetall gearbeitet und sich dort allgemeiner Beliebtheit erfreut. Sie sei gegen jedermann freundlich und hilfsbereit gewesen, sodass sie eine geachtete Frau im Ort abgab. Zitat Ende. Ganz so einfach, wie der Neustädter Oberbürgermeister die Sache dargestellt hatte, dass jedermann wisse, was es mit Birkel auf sich habe, war es natürlich nicht. Trotz des Bekanntheitsgrades des verstorbenen Gauleiters mussten gerichtlich verwertbare Stellungnahmen eingeholt werden, was vermutlich der Grund dafür ist, dass der Untersuchungsausschuss erst am 11. April 1950, also gut ein halbes Jahr später, das Verfahren einleitete und Hilde Birkel die Klageschrift zukommen ließ. Im Verfahren ließ sich Hilde Birkel von dem Landauer Rechtsanwalt Adolf Wöscher vertreten. In der Klageschrift wurde klar formuliert, dass der ehemalige Gauleiter Josef Birkel sich aufgrund seiner führenden Stellung in der NSDAP im Erlebensfalle als Hauptschuldiger gemäß § 4 und so weiter der LVO, der Landesverordnung, verurteilt worden wäre unter Auferlegung der Sühnemaßnahmen.
Die Stellungnahme von Hilde Bürger dazu in der ersten Verhandlung im Mai 1950 lautete, Zitat, mein Mann wäre nicht in die Gruppe der Hauptschuldigen gekommen, wenn er noch am Leben wäre, Zitat Ende. Dies erkannte auch der vom Untersuchungsausschuss daraufhin erstellte sogenannte Säuberungsvorschlag an, schloss aber damit, dass Bürger mindestens als Belasteter, also die zweite Stufe, einzustufen gewesen wäre. Die dritte Stufe war minder Belasteter, die vierte Mitläufer, das wollten alle werden, die meisten wurden es auch, und die fünften, das waren die nicht Belasteten. Der Säuberungsvorschlag war aber hart. Bürkel wäre mindestens als Belasteter einzustufen, daher stünden auch der Witwe keine hinterbliebenen Pensionen aus seiner Lehrertätigkeit zu, lediglich ein erhöhter Fürsorgeansatz. Begründung, Zitat, es lässt sich nicht vertreten, der Frau dieses Mannes eine Pension zu gewähren. Es sei nur unter anderem daran erinnert, an die seinerzeit groß angelegte Umsiedlungsaktion in Lothringen, die bekanntlich darin bestand, Lothringer, die als im NS-Sinne unzuverlässig galten, über Nacht von Haus und Hof zu vertreiben. Zitat Ende. Aufgrund weiterer Ermittlungen und einer ersten Verhandlung legte der öffentliche Kläger, Amtmann Breyer, am 7. August 1950 der Spruchkammer Neustadt seine Stellungnahme vor. Bürkel sei als Lehrer einwandfrei gewesen, immer tadellos. Mit Auftauchen der NSDAP sei er einer der aktivsten Propagandisten der Partei geworden. In unzähligen Versammlungen habe Bürkel immer wieder mit überschäumender Begeisterung sich für das kommende Dritte Reich eingesetzt und auch in Wort und Schrift nichts unterlassen, was zur Erringung der Macht Adolf Hitlers geeignet erschien. Sein Verhalten nach 1933 sei das eines fanatischen, hemmungslosen Parteigängers gewesen. Beispiele dafür seien die antikatholische Politik und die antifranzösischen Maßnahmen im besetzten Lothringen. Zu der antikatholischen Politik führte der Ankläger aus, Zitat, die beschämenden Vorgänge am 2. Mai 1934 anlässlich der Wallfahrt der weiblichen Jugend zu Speyer am Rhein. Um die Wallfahrt zu verhindern, wurde auf Anordnung Bürkels die gesamte SA und HJ nach Speyer beordert, um alle Fahrzeuge, Eisenbahnen mit Beschlag zu belegen und die Wallfahrt zu verhindern. In den frühen Morgenstunden des 2. Mai 1934 durchschwärmten SA und HJ die Straßen von Speyer am Rhein, sperrten den Domplatz ab und belästigten die Wallfahrer in der übelsten Weise. Zitat Ende. Weiterhin, so der Ankläger, in einer Rede vom 19. März 1937 vor der Lehrerschaft des Gaues habe Bürkel den Speyerer Bischof Dr. Ludwig Sebastian, Zitat, in schimpflicher und entwürdigender Weise angepöbelt, verbreitet in Presse und Rundfunk. Zitat Ende. Weiterhin, 1937 hätten alle Dekane der Diözese Speyer gegen die Umhängung von Kreuzen in der Schule zu Frankenholz protestiert, und zwar waren anstelle der Kreuze Hitlerbilder gehangen worden, während die Kreuze dem weniger zentralen Platz über den Türen weichen mussten, was unter NS-Aktivisten dann zu dem Witz führte, über den Türen hängen sie schon, zu den Türen gehen sie bald hinaus. Dabei, so der Ankläger, sei Bürkel persönlich und in sehr ehrverletzender Weise vor Gericht als Zeuge gegen den Speyerer Bischof aufgetreten. Schließlich, am 15. August 1937, sei eigens ein Gauparteitag in Speyer veranstaltet worden, zwecks Verhinderung und Störung des goldenen Priesterjubiläums. Dabei sei es vielfach zu beleidigenden Äußerungen gekommen. Und zuletzt die Lothringer Frage. Zitat, die unwürdige Vertreibung der Lothringer französischer Abstammung im Jahre 1940-41 zum Zwecke der angeblichen Befriedigung des Grenzraumes im Westen, welche Maßnahmen unsagbaren Elends und Kummer unter den Betroffenen zurückgelassen haben. Dazu verwies der Kläger auf einen Artikel in der NS-Zeitschrift NSZ Westmark vom September 1943, wo Bürkel also selber dazu Stellung genommen hatte. Fazit: Nach diesen und anderen Vorgängen müsse Bürkel eindeutig als Hauptschuldiger eingestuft werden. Zudem sei er auch finanzieller Nutzen dieser gewesen. Er sei vor 1933 total verschuldet gewesen, sein Gehalt sei im Voraus gepfändet und dann habe es ab 1933 einen erheblichen Vermögenszuwachs gegeben, der es ihm erlaubt habe, sich Hausbesitz in Neustadt und später noch in Wien zuzulegen. Allerdings, der öffentliche Kläger berücksichtigte auch mildernde Umstände. Es sei amtsbekannt, dass sich Bürkel im entscheidenden Moment, als die Pfalz zum Kriegsschauplatz verbrannte Erde werden sollte, den Anordnungen von Berlin widersetzt habe. Es sei auch amtsbekannt, dass Bürkel zuletzt der Brachialgewalt von Berlin Widerstand entgegensetzte.
Bei einer peinlichen und gewissenhaften Auswertung aller Aktenunterlagen könnten dem Verstorbenen Birkel mildernde Umstände zugebilligt werden, die seine Einstufung in die Gruppe der Belasteten, also eins unter der obersten Ebene, rechtfertigen würden. Daraufhin kam es seitens der Spruchkammer noch zu weiteren Ermittlungen, insbesondere zu Birkels Vermögensverhältnissen, aber auch zu seiner Rolle hinsichtlich der Judenaktion, damit war die Reichspogromnacht gemeint. Dazu erbat der öffentliche Kläger Aufklärung von der Kreisgendarmeriestelle in Neustadt, die Polizei war natürlich bei diesen Ereignissen beteiligt, und unterstrich dies mit den Worten, Zitat, es ist mir persönlich bekannt, dass nach der zwangsweisen Vertreibung der jüdischen Bürger aus der Pfalz Birkel im Radio selbst an seinen Führer Adolf Hitler in Berlin meldete, dass sein Gau judenrein sei. Zitat Ende. Allerdings, was seitens der Gendarmerie bekundet man völlige Ahnungslosigkeit, wie ein Amtmann Sterzinger zurückschrieb. Zitat, über die Tätigkeit des ehemaligen Gauleiters Birkel in Bezug auf die Evakuierung der ehemaligen Lothringer nach Frankreich und Anordnungen hinsichtlich der erfolgten Judenaktionen kann von hier aus Sachdienliches nicht berichtet werden. Lässt sich eventuell bei den Gerichten, an welche bereits Synagogen, Brandstiftungsprozesse stattgefunden haben, Näheres nicht erfahren? Fragezeichen, Zitat Ende. Die einzige Information, die die Spruchkammer noch zur Judenfrage, zur Judenverfolgung ermitteln konnte, stammte aus einem damals geführten Entnazifizierungsverfahren, nämlich aus der Aussage von Jakob Roth aus Landau vor der Spruchkammer Neustadt zum Ablauf der Reichspogromnacht in Landau, bei der Roth als Rädelsführer beteiligt gewesen war. Zitat, der Gauleiter Birkel gab mir persönlich den Befehl, innerhalb von 8 Tagen sämtliche Juden aus Landau auszusiedeln. Ich bin diesem Befehl auftragsgemäß nachgekommen und habe sämtliche Juden innerhalb von 8 Tagen aus Landau entfernt. Wer war Jakob Roth? SA-Truppführer in Landau, Spitzel des SD und laut seinem Entnazifizierungsverfahren ein fanatischer Nazi und brutaler Judenhasser, der natürlich jetzt ganz offensichtlich versuchte, Birkel die Alleinschuld daran zu geben. Welchen Befehl hatte er ausgeführt? Zitat eines Mitangeklagten von ihm. Die weiblichen Angehörigen der Juden wurden am 11. November 1938 auf Anweisung der Gauleitung aus Landau ausgewiesen und bekamen am Bahnhof die Anweisung, sich ins Rechtsrheinische zu begeben. Zitat Ende. Die Männer waren zu diesem Zeitpunkt bereits unter Beteiligung von Jakob Roth in das Konzentrationslager Dachau gebracht worden. Damit endeten vor der Spruchkammer Neustadt die Bemühungen um Aufklärung von Birkels Verantwortung für die NS-Judenpolitik. Ausführlich wurde dagegen seine Verantwortung für die Vertreibung lothringischer Familien thematisiert, wobei verschiedene Behauptungen aufeinanderprallten. Die eine attestierte dem Gauleiter großes Mitgefühl für die Vertriebenen, an deren Schicksal er als Befehlsempfänger aber nichts habe ändern können, während die Aussage des früheren Kreisleiters von Diedenhofen und früheren Kreisleiters von Landau, Lemmel, behauptete, Birkels Verlangen nach drakonischen Maßnahmen gegen renitente Lothringer habe ihn wiederum dazu gezwungen, genau sich ebenfalls so zu behandeln, was natürlich auch dann eine Schutzbehauptung für ihn selbst war oder gewesen sein könnte. Eindeutig zu Lasten Birkels ging eine Mitteilung der Oberstaatsanwaltschaft Landau in Sachen Ermittlungen gegen Ernst Ludwig Leiser, also Birkels Stellvertreter, wegen Verdachts auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dabei ging es unter anderem um eine drakonische Bestrafung von deutschen Frauen in Mittelbecksbach wegen unerlaubter Beziehungen zu französischen Kriegsgefangenen im Sommer 1941. Das Sondergericht Saarbrücken würde diese Frauen Ende August zu Haftstrafen verurteilen, soweit war schon klar, aber diese Aussicht erschien offenbar einigen nicht genug. SA- und Gestapo-Männer brachten die Frauen am 5. Juni zu am Mittelbecksbach, wo ihnen die Haare geschoren, teilweise auch die Köpfe schwarz angestrichen wurden. Anschließend wurden sie durch den Ort geführt, versehen mit Schildern, mit Aufschriften wie »Ich bin ein ehrloses Mädchen« oder »Ich habe mich mit Kriegsgefangenen eingelassen«. Dem Zug voran schritten Fanfarenbläser und Trommler der HJ, begleitet von örtlichen NS-Funktionären und der Bevölkerung. Am nächsten Tag wurden die Frauen in Oberbecksbach, wie es heißt in dem staatsanwaltschaftlichen Bericht, zur Schau gestellt, wobei der Schuljugend eigens Gelegenheit gegeben wurde, sie zu besichtigen. An beiden Tagen wurden die Frauen auch in Gegenwart zahlreicher Ortsbewohner fotografiert. Entehrende Sondermaßnahmen dieser Art, so der Bericht der Justiz, seien von Gauleiter Birkel zusätzlich zum Strafverfahren angeordnet worden, wobei allerdings unklar sei, ob dies auf Weisung höherer Parteidienststellen in Berlin oder aufgrund eigenen Entschlusses erfolgt sei.
Die Aktion in Mittelbecksbach sei von Bürkel besonders befohlen worden. Ergebnis der Spruchkammerverhandlung. Am 16. November 1950 erging der Urteils- bzw. Säuberungsspruch. Das Urteil betonte die politische Verantwortung von Josef Bürkel für die Gewaltschaft der NSDAP in der Pfalz. Zitat: Er gehörte zur Führerschicht Hitlers und hat durch seine Tätigkeit nach Kräften geholfen, das Mordinstrument zu schaffen, das namenloses Elend, Blut und Tränen über die Menschen gebracht hat. Damit hat er sich mit einer großen sittlichen Schuld belastet. Aufgrund des auch von ihm vertretenen Führerprinzips ist er verantwortlich für die Ausschreitungen, Plünderungen und sonstigen Gewalttaten, die in seinem Wirkungsbereich begangen wurden. Weiterhin betonte das Urteil eben Bürkels Verantwortung für die Geschichte in Mittel- und Oberbecksbach, bezeichnete diese Maßnahme als Verhöhnung der primitivsten Regeln der Menschlichkeit und Moral und ebenso auch die Repressalien gegen die französische Bevölkerung in Lothringen, die Bürkel, hätte er es wirklich gewollt, zumindest hätte mildern können. Weiterhin hielt ihm das Urteil vor, ganz im Sinne Hitlers Devise, man sei entweder Nazi oder Christ, aus der Kirche ausgetreten zu sein und die gegen die katholische Kirche gerichtete Politik des Regimes in der Pfalz mitgetragen zu haben. Das Urteil bekundete daher, er sei eigentlich Hauptschuldiger. Zugleich betonte das Urteil aber, dass Hilde Bürkel von der Säuberungsverordnung des Landes nicht im Sinne einer persönlichen Schuld betroffen sei, da sie nicht der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen angehört habe, immer ein bescheidenes Leben geführt habe und es ihr nun obliege, für ihren aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrten Sohn eine Existenz zu schaffen. Allerdings musste die Kammer entscheiden, in welchem Umfang sie als Alleinerbin ihres belasteten Mannes noch Anspruch auf ein möglicherweise politisch zustande gekommenes Vermögen hatte. In dieser Frage hielt es die Kammer für erwiesen, dass Bürkel nur aufgrund seiner Tätigkeit als Gauleiter die bescheidenen Verhältnisse eines Lehrers hinter sich lassen und ein bedeutendes Einkommen erlangen konnte. Hilde Bürkels Verteidiger Wöscher hatte dazu vorgetragen, dass heutige Minister des Landes Rheinland-Pfalz doch ähnliche Gehälter wie der Gauleiter bezogen hätten. Dazu vermerkte das Urteil: Der Hinweis des Herrn Verteidigers, die heutigen Minister hätten gleich hohe Gehälter, man könne demnach nicht sagen, das Einkommen des Verstorbenen sei zu Unrecht erworben, ist verfehlt. Es wird verkannt, dass der Verstorbene nicht einem Rechtsstaat diente, sondern einem System, das Recht ausgeschaltet hatte, Rede-, Presse- und Gewissensfreiheit unterdrückte, Konzentrationslager errichtete, Judengräuel verübte und fremde Völker versklavte. Wer ein solches System unterstützte, auf ihm seine Karriere aufbaute, der tat zwar, um mit Herrn Ley zu reden, einen guten Schluck aus der Buddel, kann aber nicht behaupten, er tue dies mit Recht. Zitat Ende. Das Urteil legte fest, dass Hilde Bürkel eine 50-prozentige Kürzung ihres Pensionsanspruchs aus der Lehrerzeit Bürkels hinnehmen müsse. Weiterhin sollten die beiden Hausgrundstücke in Neustadt sowie eine in Ramsen befindliche Jagdhütte und drei in Wien befindliche Grundstücke dem Land Rheinland-Pfalz zufallen. Am 28. Dezember 1950 ließ Hilde Bürkel durch ihren Rechtsanwalt Einspruch gegen das Urteil einlegen. Dieser ging an die Rechtsmittelabteilung bei der Spruchkammer Koblenz, wo auch die zweite Instanz angesiedelt war. Die zweite Instanz bestätigte die Begründung des Urteils der ersten Kammer in allen Punkten, insbesondere hinsichtlich der Einschätzung, dass Bürkel durch seine politische Tätigkeit in hohem Maße auch materielle Vorteile erlangt habe. Denn dann veränderte die Revisionsinstanz das Urteil in einem einzigen Punkt, und zwar ohne Begründung, zugunsten der Betroffenen. Die Witwenbezüge sollten nicht auf 50%, sondern auf 70% reduziert werden. Das Urteil wurde, wie das erste übrigens auch, im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht und erhielt damit Rechtskraft. Der weitere Rechtsweg war damit ausgeschlossen. Über ihren Rechtsbeistand leitete Hilde Bürkel daher am 30. Januar 1952 ein Gnadengesuch beim Ministerpräsident Altmaier ein. Die Begründung, die Rechtsanwalt Wöscher nun gab, lässt aufhorchen. Es gebe, so der Rechtsanwalt, keinen Zweifel an der politischen Belastung des ehemaligen Gauleiters. Und er räumt auch ein, dass jeder, der Bürkel kannte, wusste, dass er ein fanatischer Nationalsozialist war. Aber er sei keiner gewesen, der auf materielle Vorteile für sich ausgewiesen sei. Daher,
Und überhaupt bestünden Zweifel, dass Birkel aus seiner politischen Tätigkeit übermäßige finanzielle Gewinne bezogen habe, welche den Erwerb der eingezogenen Hausgrundstücke ermöglicht hätten. Am Ende schreibt der Rechtsanwalt, es seien die Güter eines Mannes eingezogen worden, der mit einer zwar falschen, aber ehrlichen Meinung Schiffbruch erlitten habe, und dies mute ihm mittelalterlich an. Die Säuberungsakte Josef Birkel wanderte nun durch mehrere Ministerien in Mainz: Justiz, Inneres, Wirtschaft und Finanzen. Justizminister Bruno Becher von der FDP, aus der katholischen Eifel stammend, Rechtsanwalt in der NS-Zeit, also Freiberufler, votierte mit Schreiben vom März 1952 für die Gewährung des Gnadenaktes. Er berief sich dabei auf die Stimmung in der Pfalz, es entstehe der Eindruck von Sippenhaft, die heutige Beurteilung der Entnazifizierung sei ja auch kritisch und dementsprechend durch Gesetzgebung in Rheinland-Pfalz schon zu Ende gebracht worden. Innenminister Alois Zimmer, CDU, gleicher katholischer Hintergrund, sprach sich jedoch unter Hinweis auf die zweifelsfrei feststehende Tatsache, dass Birkel große finanzielle Vorteile aus seiner Tätigkeit gezogen habe, gegen den Gnadenerweis aus. Auch Zimmer berief sich interessanterweise auf die Stimmung in der Pfalz. Zitat: Es würde in der Pfalz nicht verstanden werden, wenn das Vermögen an die Witwe Birkel zurückfallen würde. Mit der Heraufsetzung der Witwenbezüge auf 70% sei die Spruchkammer zweiter Instanz der Witwe weitgehend entgegengekommen. Am 14. März 1953 erging die Entscheidung von Ministerpräsident Altmaier, der Hilde Birkels Gnadengesuch ablehnte. Der zuständige Beamte der Staatskanzlei hatte ihm eine Vorlage gemacht, in der beide Voten, das des Innenministers und das des Justizministers, zitiert wurden, ohne eine Empfehlung auszusprechen. Altmaier notierte am Rand der ablehnenden Stellungnahme des Innenministers ja und am Rand der befürwortenden Stellungnahme des Justizministers, Zitat, bei einem Mitläufer sicher richtig, nicht aber bei Herrn Birkel, Zitat Ende. Am 4. Februar 1955 starb Hilde Birkel, vermutlich aufgrund einer Herzerkrankung, wie ihr Sohn Hermann in einem Schreiben vom 25. Februar an Ministerpräsident Altmaier andeutet. In diesem Schreiben reichte Hermann Birkel erneut ein Gnadengesuch ein und bat um die Rückgabe der beiden Hausgrundstücke in Neustadt. Er verwies dabei auf sein eigenes Schicksal. Nach Kriegseinsatz 43 bis 45 sei er 4 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen. Bei seiner Rückkehr sei seine Mutter noch ausgewiesen gewesen. Das muss man bezweifeln. Seine Mutter ist sicherlich eher wegen befürchteter Repressalien, als die Franzosen einmarschierten, ins Rechtsrheinische ausgewiesen. Also die Franzosen hätten sie eher verhaftet als ausgewiesen, wenn es denn wirklich so wichtig gewesen wäre für sie. Also das ist eigenartig, das muss man noch klären. Derzeit sei er in Ausbildung zum Bauingenieur befindlich. Das Einkommen der Familie nach dem Kriege habe nur aus Witwenbezug und monatlichen Zuwendungen, das ist interessant, der Besatzungsmacht für beschlagnahmte Möbel bestanden. Die Besatzungsmacht hat irgendwann anerkennen müssen, dass alles, was sie beschlagnahmt hatte, doch trotzdem deutsches Eigentum ist und hat für alles, was sie beschlagnahmt hatte, noch im Nachhinein dann Nutzungsentgelte gezahlt, also auch für Möbel. Familie Birkel erhielt also für die von der Besatzungsmacht genutzten Möbel ihres Hauses ein Entgelt. War auch für mich neu. Hermann Birkels Hauptargument für den erneuten Gnadenantrag stellt einen ganz neuen Aspekt in den Vordergrund, dass die beschlagnahmten Häuser nicht aus NS-Einkünften, sondern aus familiärem Vermögen, das die Mutter in die Ehe gebracht hatte, bezahlt worden wären, also nichts mit der politischen Tätigkeit des Vaters zu tun gehabt hätten. Außerdem empfand er es als schweres Unrecht, dass er durch die finanziellen Folgen des Entnazifizierungsurteils nicht in der Lage gewesen sei, die aus dem Erbe eigentlich möglichen fürsorglichen Maßnahmen für seine schwer herzleidende Mutter zu erbringen. Am 29. März 1955 erstellte das Landesamt für Wiedergutmachung und kontrollierte Vermögen, die für diesen Bereich zuständig waren, eine Stellungnahme für die Staatskanzlei in Mainz. Eine ablehnende Stellungnahme. Tenor, ein Gnadenerweis würde angesichts der politischen Belastung Birkels in der Öffentlichkeit nicht verstanden werden. Eine entsprechende Mitteilung an Hermann Birkel war schon im Konzept formuliert, mit Sichtvermerk des zuständigen Beamten, wurde aber dann gestrichen. Und stattdessen wurde in der Staatskanzlei nun über einen Gnadenerweis diskutiert. Was war der Grund für die Kehrtwende? Möglicherweise dieser.
Es gab zeitgleich einen Rechtsstreit zwischen Land und dem Rechtsvertreter von Hermann Börkel über eben die von der französischen Militärverwaltung an das Land Rheinland-Pfalz gezahlte Nutzungsentschädigung für eines der beiden beschlagnahmten Gebäude. Die Franzosen hatten das nachträglich anerkannt, aber das Land hatte diese Gelder für sich beansprucht, weil das Entnazifizierungsurteil ja die beiden Gebäude und Grundstücke dem Land zugesprochen hatte. Dagegen hatte Hermann Börkel geklagt, weil die betreffenden Immobilien ja aus seiner Sicht ihm zustanden. Intern wurde nun angeregt, mit der Entscheidung über den Gnadenerweis zugleich diesen Rechtsstreit gütlich beizulegen, weil man die Aussichten des Klägers durchaus für erfolgreich hielt, weil diese ganze Entnazifizierungsgeschichte juristisch auf wackeligem Boden stehen würde. Aus diesem Grunde musste das Innenministerium nun, wie bei Gnadenerweisen üblich, zunächst eine Beurteilung von Hermann über Hermann Börkel erstellen. Sie fiel sehr positiv aus. Er und seine Frau Lore seien beruflich tätig, seien kirchlich getraut, beide leben sehr zurückgezogen, sparsam und bescheiden. Aus persönlichen Äußerungen sei zu schließen, dass Hermann Börkel die demokratische Staatsform bejahe und jede links- und rechtsextreme Bestrebung ablehne. Schließlich sei Börkel katholisch und besuche regelmäßig den Gottesdienst. Zitat Ende. Das waren die Dinge, in denen man im Adenauer Deutschland, die man großen Wert legte. Das Resultat der internen Überlegungen und Prüfungen war ein Votum zur Gewährung eines Gnadenentscheides. Allerdings, jetzt kommt der Pferdefuß, nur für eines der beiden Hausgrundstücke in Neustadt, jedoch zusammen mit der Überlassung des strittigen Nutzungsentgelts für beide Hausgrundstücke bis zu der Zeit, bis zum Erlass des Spruchkammerurteils im Jahre 51, wobei die Zeit, an der das lief, vom 15. März 45 gerechnet wurde. Das ist schon, da waren die Franzosen noch gar nicht da, sondern die Amerikaner zunächst, aber gut. Hermann Börkel war Altmaier außerordentlich dankbar, wie er ein halbes Jahr später am 3. Juni 1956 schrieb. Aber der Hauptgrund für dieses erneute Beschreiben war eine erneute Beschwerde, und zwar darüber, dass ihm das zweite Hausgrundstück, das er als sein Elternhaus bezeichnete, das Ehepaar Börkel war am 15. Januar 1934 von Hart aus dorthin umgezogen, dass ihm dieses nicht wie seinerzeit erbeten als Teil seines Erbes zurückgegeben worden war. Hermann Börkel stellte beim Ministerpräsidenten den Antrag, im Wege des Gnadenerweises auch das zweite Hausgrundstück zu erhalten. Begründung: Es sei ihm im vorigen Antrag nicht um die Zurückgabe eines unpersönlichen Sachwertes gegangen, sondern um das Elternhaus. Was ihm dieses bedeutete und welche Erinnerungen ihn damit verbanden, das führte er nun in bemerkenswerter Tiefe aus. Und damit kommen wir zu dem Brief zurück, den ich am Anfang von Hilde Börkel vorgelesen hatte. Dieses Haus hätten seine Eltern gemeinsam erworben und nach ihrem eigenen persönlichen Lebensstil gestaltet zur Pflege eines Familiensinnes, wie er aus der christlichen Erziehung von ihren Eltern und ihrem Pfälzer Volkstum geprägt war. In diesem Haus hätten sein gefallener Bruder und er in der Obhut unserer Eltern vom politischen Geschehen unbeeindruckt glückliche Kinderjahre verlebt. Auch großes Leid und viele Sorgen, die sich unsere Eltern machten. Als der Krieg so ungeahnte Ausmaße annahm, haben wir mit den Eltern hier kennengelernt und ertragen, was Unglück war. Wir besuchten von hier aus Volks- und Oberschule. Hier feierten wir mit unseren Eltern in engem Verwandten- und Bekanntenkreis die Feste kirchlichen und weltlichen Charakters, wie die Weihnachtsfeiern unter dem Christbaum, erste Kommuniontage und die Firmung. Hier verbrachten wir die wenigen Urlaubstage nach unserem Kriegseinsatz und erlebten rührende Abschiede von unserem Zuhause. Unsere Großmutter war viele Monate jeden Jahres bei uns und besuchte von diesem Haus aus ihre gewohnt täglichen Gottesdienste. Hier fanden auch unzählige Bittsteller in meiner Mutter eine gütige und immer erfolgreiche Fürsprecherin. Diesen persönlichen und menschlichen Begegnungen in diesem Hause verdanken meine Eltern ihre in weiten Kreisen bis heute noch wirksame Beliebtheit und Hochachtung. So birgt dieses Haus die Verpflichtung für mich, die gute, außerparteiliche Erinnerung an meine Eltern zu erhalten und unsere Familientradition zu pflegen. Zitat Ende. Hermann Börkel zitierte dann auch noch aus den Nachrufen auf seine Mutter aus der Presse, Pirmasenser Zeitung zum Beispiel vom 9. Februar 1955, welche das bescheidene und soziale Wesen von Hilde Börkel rühmten. Am Ende seines Schreibens verglich er die andauernde Beschlagnahme auch des zweiten Hauses mit dem Unrecht der Säkularisation der Kirchengüter in französischer Zeit, die ja auch
wieder rückgängig gemacht worden sei, was nicht richtig ist, aber gut. Ministerpräsident Altmaier lehnte dieses erneute Gnadengesuch ab. Er blieb damit seiner Grundlinie treu, wie sie im oben zitierten Vermerk, ja, bei jedem kleinen Nazi ja, bei Herrn Bürkel nicht, zitiert wurde. Ob dabei auch eine Rolle spielte, dass sich Hermann Bürkel zur gleichen Zeit wiederum mit dem Land in einem Rechtsstreit befand, dieses Mal wegen des Zuschnittes des anderen Hausgrundstückes, das er ja erhalten hatte, ist nicht klar. Immerhin hatte die Staatskanzlei das erneute Gnadengesuch Bürkels zum Anlass genommen, noch einmal alle Feststellungen, auf denen die Entnazifizierungsurteile beruhten, eingehend zu überprüfen. Das galt insbesondere für die Behauptung Hermann Bürkels, dass die beiden Spruchkammerurteile das elterliche Vermögen zu Unrecht als politisches Vermögen eingeschätzt hätten. Das neue Gutachten kam zu keinem neuen Ergebnis. Insbesondere wurde darin Hermann Bürkels Behauptung, sein Vater habe sozusagen unpolitische Tätigkeit aus schriftstellerischer Einkünfte aus schriftstellerischer Tätigkeit gehabt, zurückgewiesen. Es werde dabei übersehen, so das Gutachten, dass diese sogenannte schriftstellerische Tätigkeit nichts anderes war als die übliche Agitation des fanatischen Nationalsozialisten Bürkel zugunsten der NSDAP. Eine weitere Stellungnahme des Innenministers Alois Zimmer zeigte noch einmal den politischen Horizont auf. Ein weiterer Gnadenerweis, so Zimmer, zur Rückgabe des betreffenden Grundstücks, würde einen Sturm der Entrüstung in der ganzen Pfalz auslösen. Auch der Regierungspräsident der Pfalz sei der gleichen Auffassung. Mit Schreiben vom 25. Juli 1957 teilte dann der Ministerpräsident Hermann Bürkel mit, dass die Überprüfung die Einziehung der betreffenden Grundstücke als rechtmäßig erwiesen habe und dass er unter Berücksichtigung aller Gesamtumstände auch im Gnadenwege leider nicht in der Lage sei, ihrem Begehren zu entsprechen. Die sehr emotionale Beschreibung, die Hermann Bürkel vom Familienleben im Hause des Gaulertes gegeben hatte, wurde innerhalb der Ministerien, zumindest in Akten zufolge, nicht weiter diskutiert. Und so bleibt die Frage offen, ob denn Hermann Bürkel, wenn es ihm denn in erster Linie um den ideellen Wert des betreffenden Objektes gegangen wäre, auch bereit gewesen wäre, zugunsten des Elternhauses auf jenes andere Hausgrundstück, das ihm schon zugebilligt worden war, zu verzichten. Aber dieser Vorschlag ist weder von ihm noch von der staatlichen Seite gemacht worden. Lassen Sie mich zusammenfassen. Erstens, welche konkreten Geschehnisse im pfälzisch-saarländisch-lothringischen Raum waren für die Einschätzung der politischen Belastung von Bürkel von Bedeutung? Gegenstände der Ermittlung waren Judenpolitik, Kirchenpolitik, Besatzungspolitik. Keine Erwähnung fand die Verfolgung politischer Gegner. Keine Erwähnung fand das Neustadter SA-Lager, die Zwangssterilisationen, die Tötung von Erbkranken und die Verfolgung sogenannter Asozialer. Die Frage der Behandlung der Juden wurde im Verfahren wieder fallen gelassen. So kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass nur solche Themen gerichtlich behandelt wurden, an denen damals ein öffentliches Interesse bestand. Zweitens, die Beschreibungen, die uns Hilde Bürkel und ihr Sohn Hermann über das Familienleben im Hause des einer der mächtigsten Gauleiter in Hitlers Drittem Reich hinterlassen haben, weisen verblüffende Übereinstimmungen auf. Aus beider Sicht war dieses Familienleben eine Oase des Glücks, des Friedens, ja der Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit in einer schrecklichen Zeit. Dass Josef Bürkel einer der Hauptakteure war, die dieser Zeit ihren Charakter gaben, kommt in dieser Sichtweise nicht vor. Allenfalls, dass er sich auch außerhalb des Familienlebens um Gerechtigkeit bemüht hätte. Hilde Bürkel legte dazu auch einige persönliche Stellungnahmen von Menschen vor, die behaupteten, sie seien ohne Intervention des Gauleiters zu ihren Gunsten unter die Räder gekommen. Das kann sogar in diesen Fällen völlig richtig und authentisch sein. Aber die über 50.000 Karteikarten, auf denen die geheime Staatspolizei Neustadt ihre Opfer kriminalistisch erfasste, die Tausenden von Vernehmungsprotokolle derer, die im Keller der Gestapo-Zentrale in Neustadt inhaftiert waren und von denen viele nicht wieder freikamen, sondern in ein KZ überführt wurden, wenn sie ihrem Leben nicht gleich im Keller, im Gestapo-Keller ein Ende bereiteten, wie dies Philipp Josef Bust, ein Tierarzt aus Glan-Münchweiler, tat, diese und viele andere Schicksale beleuchten eine völlig andere Wirklichkeit als die, welche man in der Familie des Gauleiters erlebte. Zumindest bis zu jenen Tagen, an dem die beiden Söhne in den Krieg ziehen mussten und die alliierten Bombenangriffe auf Bürkels Reich in Mitleidenschaft zogen, was nach Ausweis der Unterlagen den Gauleiter ganz erheblich demoralisiert haben soll. Aber dass die Rauchwolken und Trümmer, welche die alliierten Bomber hinterließen, ihren Ursprung in den Rauchwolken und Trümmern des November 1938 hatten, wie dies ein pfälzischer Hitlerjunge beim Anblick der brennenden Stadt Pirmasens seinem Tagebuch anvertraute, das kommt in der Erinnerung von Bürkels Sohn
und seiner Frau nicht vor. Ein solches Ausblenden der Wirklichkeit teilten beide damals mit Millionen anderen Deutschen. Der amerikanische Soziologe Saul Padover, der 1944-45 als Verhörspezialist der amerikanischen Armee Hunderte von Deutschen befragten, hat eindringlich beschrieben, dass alle seine Gesprächspartner nur ihr eigenes Schicksal bedauerten und bei sich selbst bzw. Deutschland keine Schuld für das Geschehen erkennen konnten. Nur zwei der von ihm Befragten hätten Mitleid mit den überfallenen Ländern, mit den Kriegsgefangenen und den Verschleppten bekundet und wären überzeugt davon gewesen, dass Deutschland schwere Schuld auf sich geladen habe. Wer waren die beiden? Zwei alte Männer, der eine ein katholischer Gewerkschaftler, der andere ein alter Sozialdemokrat. Also beide Vertreter von politischen Richtungen, die nichts, aber auch gar nichts mit dem Dritten Reich gemein hatten und die es auch 1945 nicht für nötig gehabt hätten, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Diejenigen, die Verantwortung hätten übernehmen müssen, haben es leider zum größten Teil nie gemacht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, Mikro ist an, ne? Ja. Ja. Ja, mein Vortrag, der jetzt anschließt, ist ein Exkurs sozusagen innerhalb von drei Vorträgen, die sich jetzt mit dem Gauleiter Bürkel und der Pfalz befassen. Und zwar geht es um die Gedenkstättenarbeit in Rheinland-Pfalz mit den Schwerpunkten auf den Gedenkstätten in Osthofen und Hinzert. Dieser Exkurs ist wahrscheinlich daher zu sehen, dass man ja hier Überlegungen hat zu dem Gestapo-Keller im Finanzamtsgebäude und, wie Frau Nordblum schon sagte, auch zu einem künftigen Lernort Neustadt. Ich möchte damit beginnen, dass es in Rheinland-Pfalz, also in dem Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz, das ja damals so nicht bestanden hat, während der NS-Zeit zwei längerfristig betriebene Konzentrationslager gab. Das Konzentrationslager Osthofen bei Worms. Osthofen liegt etwa 10 Kilometer nördlich von Worms. In den Jahren 1933-34 als frühes Lager und das SS-Sonderlager Hinzert 1939 bis 1945 bei Hermeskeil etwa 25 Kilometer von Trier entfernt. Sie haben hier einen Blick auf das Konzentrationslager Osthofen. Sie sehen die große Aufschrift. Dieses Lager wurde untergebracht in einer Fabrik direkt an der Bahnlinie zwischen Mannheim und Mainz, unmittelbar auch in der Nähe des Bahnhofs in Osthofen, wurde also überhaupt nicht kaschiert. Das SS-Sonderlager Hinzert, eine Aufnahme hier von 1941, war dann schon etwas abgelegener in einem Hunsrückdorf, wie gesagt, in der Nähe von Hermeskeil. Die Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz, kann man zusammenfassend sagen, besteht aus drei Säulen. Das eine ist das NS-Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz, das in der Gedenkstätte KZ Osthofen untergebracht ist. Dort arbeiten die Landeszentrale für politische Bildung und der Förderverein Projekt Osthofen zusammen. An dem zweiten Gedenkort, Gedenkstätte SS-Sonderlager KZ Hinzert, ist es ebenso, dass die Landeszentrale für politische Bildung und der dortige Förderverein, der Förderverein Gedenkstätte KZ Hinzert, zusammenarbeiten. Die dritte und ganz wichtige Säule auch ist die Landesarbeitsgemeinschaft zur Gedenkstätten, also der Gedenkstätten- und Erinnerungsinitiativen zur NS-Zeit in Rheinland-Pfalz. Da sind über 50 Gruppen und Vereine an verschiedenen Orten zusammen tätig. Zu dieser Landesarbeitsgemeinschaft komme ich dann noch am Schluss des Beitrages. Ich komme jetzt nochmal zurück nach Osthofen. Sie sehen hier das ehemalige KZ-Gelände, das 1933-34 als eines der frühesten Konzentrationslager genutzt worden ist.
war in einer Fabrik untergebracht, in einer Papierfabrik, die zwischen 1872 und etwa 1930 in Betrieb war, dann aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegt war, also sozusagen frei war, um sie dann als Konzentrationslager zu nutzen. Von 1936 bis 1976 arbeitete die Fabrik dann als Möbelfabrik. Zu dem KZ Osthofen ist zu sagen, dass es am 6. März 1933 in Betrieb genommen wurde. Das ist also schon sehr früh gewesen. Das Lager diente zur Ausschaltung vor allem politischer Gegner der Nationalsozialisten. Darunter fielen vor allem Kommunisten, Sozialdemokraten, Mitglieder des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und der Gewerkschaften, religiöse Gegner und auch Juden, die zuerst aus rein politischen Gründen, weil sie eben eine entsprechende politische Einstellung hatten, aber ab Mitte 1933 vereinzelt auch schon aus rassistischen Gründen, also nur weil sie Juden waren, nach Osthofen kamen. Und es sind auch vereinzelt Sinti nach Osthofen gebracht worden. Das KZ wurde von Dr. Werner Best, der war später dann Stellvertreter Heydrichs im Reichssicherheitshauptamt, zum staatlichen Lager des Staates Hessen erklärt. Das Lager bestand bis Juli 1934. Das ist für die frühen Konzentrationslager eine relativ lange Phase. Meistens haben die frühen Lager nur ein paar Monate bestanden. Und im KZ Osthofen kann man festhalten, dass die Häftlinge entwürdigt, gequält, aber noch nicht ermordet worden sind. So war der Zustand des Gedenkstättentors oder des Fabrikeinganges 1991, als das Land Rheinland-Pfalz die Fabrik dann ankaufte. Heute sieht dieser Ort so aus, er ist also Gedenkstätte des Landes. Und wie gesagt, der Ankauf erfolgte 1991. Es gab dort vorher schon einen Förderverein, der seit 1988 dann noch bei dem Privatbesitzer ein Büro innerhalb dieser Fabrik einrichten konnte. Und dieser Förderverein war sozusagen verantwortlich dafür, dass sich die Landespolitik dieses Ortes annahm und es dann 1991 ankaufte. Die Restaurierung und der Ausbau des 1991 verwahrlosten Geländes erfolgte in mehreren Bauabschnitten von 1992 bis 2004, also es dauerte auch 12 Jahre. Und Fertigstellung der Bauarbeiten und dann auch die Einweihung der Dauerausstellung vor 10 Jahren, 2004. Sie haben hier einen Blick in die Dauerausstellung, die das Thema hat: Verfolgung und Widerstand in Rheinland-Pfalz 1933 bis 1945. Sie finden neben den Informationen über das KZ Osthofen und auch zum SS-Sonderlager Hinsert dort auch Informationen, beispielsweise hier über Ereignisse in der Pfalz, an der Weinstraße. Was ist hier passiert, auch im Zusammenhang mit der sogenannten Reichskristallnacht 1938, Vertreibung der Juden nach Görs und so weiter. Die Gedenkstätte KZ Osthofen hat heute verschiedene Angebote, so insbesondere pädagogische Angebote für Gruppen und Schulklassen, Gruppenführungen, Tagesseminare, Tagungen, Lehrerfortbildungsveranstaltungen. Es gibt dort, wie der Name schon sagt, ein Dokumentationszentrum für Rheinland-Pfalz zur Beratung von Forschern und Initiativen. Es gibt eine Präsenzbibliothek und neben der Dauerausstellung gibt es auch mehrmals jährlich temporäre Sonderausstellungen. Natürlich finden in der Fabrik dann auch kulturelle Veranstaltungen statt, Lesungen und Konzerte und Vortragsveranstaltungen. Nun ein kurzer Blick auf Hinsert. Sie sehen schon ein ganz anderes Gebäude, ein modernes Gebäude, das 2005 errichtet worden ist. Vorher gab es dort nur einen Friedhof. Sie haben hier einen Blick in dieses Dokumentations- und Begegnungshaus, in dem natürlich dann auch Tagungen stattfinden. Und in dieser Gedenkstätte ist es so, dass die Dauerausstellung in diesen großen Raum integriert ist, an den Wänden mit verschiedenen Texten, Bildern und auch Videoinstallationen.
in Hinzert erfolgen die Informationen zur Geschichte auch eben in dieser Dauerausstellung in dem Begegnungshaus, bei einem Rundgang über den Gedenkstättenfriedhof, beim Besuch der sogenannten Stätten der Unmenschlichkeit im Umfeld der Gedenkstätte. Das ist so eine Art Topografie des Terrors von Hinzert, Gedenkstätte an ehemaligen Massengräbern, Arbeitsorten von Häftlingen. Mithilfe von weiteren Informationsangeboten wie von Broschüren oder Quellenkopien gibt es da die Möglichkeit, mehr zu erfahren, und auch dort finden Seminare und Veranstaltungen statt. Hinzert, das kann man sagen, ist ein europäischer Gedenkort, denn im SS-Sonderlager Hinzert sind Deportierte aus 20 Ländern nachweisbar. Das Lager diente beispielsweise für unterschiedliche Häftlingsgruppen. So anfangs für Westwall- und Autobahnarbeiter, also noch deutsche Häftlinge, als Arbeitserziehungslager in der Zeit 1939-40, aber auch noch darüber hinaus. Dann war es das Lager für Angehörige des Luxemburger Widerstandes, für sogenannte Nacht- und Nebeldeportierte, also politische Gefangene aus Frankreich und aus den Benelux-Ländern. Es war das Lager für sogenannte eindeutschungsfähige Polen. Das waren insbesondere polnische Zwangsarbeiter, die verdächtigt worden sind oder die beschuldigt worden sind, Kontakt zu deutschen Frauen gehabt zu haben, die aber dann aufgrund ihres arischen Aussehens oder ihrer deutschen Erscheinung in diesem Lager sozusagen eine Bewährungsmöglichkeit bekamen, um dann als Deutsche wieder entlassen zu werden. Es gab noch weitere Gruppen, auf die ich hier im Detail nicht eingehen kann. Für dieses Lager sind 321 Tote aktenkundig. Schätzungen beispielsweise der französischen Militäradministration gehen bis zu 1000 Toten, die in diesem Lager zu verzeichnen waren. Der Friedhof an dieser Gedenkstätte, Sie sehen das hier, es ist an einem Mahnmal, das sich auf dem Friedhof befindet, ist 1945 von der französischen Militärverwaltung angelegt worden und war sozusagen die Keimzelle der Gedenkstätte. Aber von 1945 hat es auch gebraucht, eigentlich bis 2005, bis dann an diesem Ort entsprechend auch mit an diesem Haus informiert werden konnte. Es findet dort jährlich eine internationale Gedenkfeier statt. Ich möchte kurz erwähnen, dass wir einen erfreulichen Besucherzuspruch in Osthofen haben. Man sieht das hier, dass 2010 hatten wir in Osthofen immerhin über 16.000 Besucher. Das hing zusammen mit einer Ausstellung mit dem elsässischen Künstler Tomi Ungerer. Und Sie sehen aber, dass es dann auch weiter angestiegen ist, 15.803 im Jahr 2013 und das nimmt weiter zu. Sie sehen hier den Anstieg der pädagogisch betreuten Gruppen. Meine Kollegin Martina Ruppert-Kelly ist hier unter uns, bezogen auf das letzte Jahr. Es steigt also stetig an und in Hinzert ist es etwa gleichbleibend, so zwischen 9.500 und 11.000 Besuchern. Hinzert ist eben auch etwas abgelegener. Man muss dazu auch sagen, dass viele Besucher dort die Topografie sich angucken, ohne dass sie in das Haus kommen und daher auch nicht mitgezählt werden. In diesem Jahr hatten wir zum Ende des dritten Quartals schon 16.504 Besucher und wir gehen im Moment davon aus, dass wir bis zum Ende des Jahres in diesem Jahr erstmals 20.000 Besucher bei uns haben werden. Und allein bis Ende September haben wir dieses Jahr schon 499 Gruppen betreut. Also Sie sehen einfach anhand dieser Zahlen, dass der Andrang ungebrochen ist. Im Gegenteil, er nimmt zu. Es kommen vermehrt Schulgruppen zu uns, auch vermehrt Jugendliche. Und in Hinzert gibt es dann noch den Sonderfall, dass aufgrund der internationalen Geschichte, die dieser Ort hat, sehr viele ausländische Besucher, vor allen Dingen aus den Niederlanden, zu uns kommen. Was an beiden Gedenkstätten nicht mehr möglich ist, ist die Arbeit mit Zeitzeugen. Sie sehen hier noch zwei französische Zeitzeugen, die beide nicht mehr leben, die von
Kurt Beck damals ausgezeichnet worden sind, weil sie über ihre persönliche Geschichte und ihren Einsatz für die Gedenkstätte Hinzert vieles bewirkt haben. Politisch gesehen kann man sagen, dass noch immer zwei Grundsätze gelten. Der erste: In einer Unterrichtung durch die Landesregierung wurde dem Landtag am 26. Januar 1993, ist ja schon eine Weile her, mitgeteilt: In Osthofen können die Anfänge des Dritten Reiches, in Hinzert die Endphase der NS-Diktatur eindringlich geschildert werden. Beide Gedenkorte bilden Eckpunkte für die NS-Zeit in dem Gebiet des heutigen Landes Rheinland-Pfalz. Der zweite Punkt ist, es steht dort auch drin, Kreise, Städte und Gemeinden stehen ebenso wie das Land in der Verantwortung, die Ereignisse der Jahre 1933 bis 1945 nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Deshalb sollen möglichst viele Kommunen und Initiativen in eine zu koordinierende Gedenkstättenarbeit eingebunden werden. Und das ist, sehen wir auch als unsere Aufgabe an, das betreiben wir seit 1991, eben diese Vernetzung, diese Zusammenarbeit mit vielen Vereinen, Kommunen und Initiativen. Ich möchte dazu sagen, dass wir auch noch Beratungstätigkeiten seitens der Gedenkstätte in Osthofen durchführen, so zum Beispiel derzeit zu Westwallwegen in der Südpfalz und in der Eifel, zuletzt ist in Darsburg an der luxemburgischen deutschen Grenze unter dem Aspekt historisch-politischer Bildung ein Westwall-Informationsweg entstanden. Wir wirken an dem Projekt Grüner Wall im Westen mit und auch an der künftigen Stiftung. Wir waren auch in Bad Bergzabern in der Südpfalz damit beteiligt an einem Westwallweg. Es gibt dann die Unterstützung von Forschern und Klinikleitungen bei der Aufarbeitung der NS-Krankenmorde und Zwangssterilisationen, also mit aktiven Personen, die sich in Andernach, Alzey und Klingenmünster mit dieser Thematik beschäftigen. Ich werde beispielsweise nächste Woche mit Forschern dazu nach Straßburg fahren, um dort Akten einzusehen, die elsässische Kliniken betreffen, die in dieser NS-Psychiatrie auch eine dunkle Rolle gespielt haben. Wir sind auch damit befasst worden, uns um Akteure zu kümmern, die sich um die Erinnerung an ehemalige Kriegsgefangenenlager der Alliierten kümmern. Es geht dabei also insbesondere um die sogenannten Rheinwiesenlager. Da spielt eine besondere Rolle in Bretzenheim in der Nahe und auch in Remagen, aber auch in Ludwigshafen, Rheingönheim und beispielsweise in Bühl-Igelheim. Wir sind da dran, soweit das möglich ist, das auch noch nebenbei etwas mit zu begleiten. Frau Dr. Nordblom hat mit der Gemeinde Rheinzabern zusammen, also mit dem dortigen Bürgermeister und Studenten auch, eine Studie zu Rheinzabern in der NS-Zeit durchgeführt, die auch von uns begleitet und unterstützt worden ist. Es gibt aber auch Aufgaben, die sozusagen noch Desiderate darstellen, die wir im Grunde genommen eigentlich schon hätten bearbeiten müssen, aber es noch nicht geschafft haben. Dazu gehört auch natürlich die Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte für NS-Opfer hier in Neustadt, mit Eberhard Dittus zusammen und dem Verein wird da auch eng kooperiert. Und ich lasse das jetzt mal so offen, aber es steht hier auch eventuell auch bei künftigen regionalen Vorhaben am Gestapo-Gefängnis, da kommen wir ja möglicherweise dann in dem Gespräch noch drauf. Wir haben aber auch andere Anfragen und auch sehen auch die Notwendigkeit, beispielsweise am KZ-Außenlager Rebstock in Dernau-Marienthal, das ist bei Bad Neuenahr-Ahrweiler, uns um die dortige, eigentlich fast völlig fehlende Erinnerung an dieses Außenlager von Buchenwald mit einzuschalten. Oder an das KZ-Außenlager Cochem, Brüttich-Dreis, Rüstungsproduktion 1944, ein Außenlager des KZs Natzweiler-Struthof. Oder die Justizstrafgefangenenlager Rottgau-Dieburg mit dem Stangenlager 3 in Aich, das ist nur 15 Kilometer von Osthofen entfernt, war ein sogenanntes Polenlager für den Polenstrafvollzug und unterstand 1942 bis 1945 der Generalstaatsanwaltschaft in Darmstadt, weil Rheinhessen damals zum Volksstaat Hessen in Darmstadt gehörte.
Sie sehen also, es ist ein weites Feld. Die Topografie auch des Terrors für ganz Rheinland-Pfalz ist sehr umfassend. Und es ist schwierig, sozusagen allem gerecht zu werden. Das geht nur mit vielen Akteuren, mit viel ehrenamtlicher Arbeit und Zusammenarbeit mit Initiativen. Ich möchte aber am Schluss noch die Landesarbeitsgemeinschaft nennen. Das war die dritte Säule, die ich am Anfang angesprochen habe. Diese Landesarbeitsgemeinschaft wurde auf Vorschlag der Landeszentrale für politische Bildung 2001 von verschiedenen Vereinen und Gruppen gegründet. Die LAG ist die Vertretung der nichtstaatlichen Gedenkstätteninitiativen und vermittelt Kontakte der Mitgliedsgruppen untereinander. Die LAG koordiniert beispielsweise gemeinsame Veranstaltungen wie den Europäischen Tag der jüdischen Kultur in Rheinland-Pfalz, Tagungen oder beispielsweise auch zur Pflege jüdischer Friedhöfe. Wer sich darüber mal näher informieren will, ist nicht so schwer zu merken, Homepage lagrlp.de anklicken. Der Vorsitzende dieser Landesarbeitsgemeinschaft, das ist ein Glücksfall, ist der Vorsitzende des Fördervereins KZ Hinzert. Das ist er schon sehr viel länger, aber er ist eben auch Bürgerbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz und hat damit auch Zugang zur Politik. Das ist Dieter Burgert aus Wittlich. Die LAG hat einen Sprecherrat mit 9 Mitgliedern. Eberhard Dittus für den Förderverein hier der Gedenkstätte in Neustadt ist ein Mitglied, aber auch der Herr Ratter vom Förderverein für die Synagoge in Deidesheim beispielsweise. Und mit einem kleinen Etat unterstützt auch diese LAG Projekte von Mitgliedsgruppen, so zum Beispiel auch Stolpersteinaktionen, Mahnmale für oder auch Einzelveranstaltungen, insbesondere an den Gedenktagen. Das soll so ein kleiner Überblick gewesen sein, was sich so im Lande tut, von staatlicher Seite, aber eben auch vor allem von Seiten vieler Initiativen im Land. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass ich hinten ein paar Broschüren ausgelegt habe zu den beiden Gedenkstätten, auch zu den Programmen, die wir haben. Da können Sie sich gerne bedienen. Und ich habe jetzt hier noch 40 DVDs dabei mit der Tagungsaufzeichnung der großen Tagung vom März. Die können Sie dann bei mir hier auch bekommen. Ansonsten, es wird wohl nicht für alle reichen, bitte ich Sie, sich an die Gedenkstätte in Osthofen, an das NS-Dokumentationszentrum zu wenden. Dann bekommen Sie eine solche DVD auch zugeschickt. Die Adresse dieses Dokumentationszentrums finden Sie auch auf den Flyern der Gedenkstätte. Soweit erstmal dazu. Vielen Dank. Guten Abend, das geht, glaube ich, so, ja. Ich bin der Notnagel. Entschuldige, wenn ich mich so bezeichne, aber es ist in der Tat so, als mich Dr. Rummel vor einigen Monaten fragte, ob ich nicht an dieser Veranstaltung einen Vortrag über Bürkel und die Weinstraßen wollte, war ich einigermaßen überrascht. Es gab anscheinend ganz wenige oder schlicht zu sagen gar keinen, der sich an dieses Thema gewagt hätte. Ich habe nach einigen Zögern zugesagt, wohl wissend, dass ich mich jetzt auf Glatteis begebe. Ich hoffe, damit Anstand runterzukommen. Ich werde Ihnen auch nicht nur mit historischen Daten kommen, aber ich habe zugesagt, weil mich das Thema ganz persönlich natürlich interessiert, wenn ich mich durch Studien- und Promotionsfach durchaus zur Historikerzunft zählen darf, bin ich ja eigentlich jetzt seit vielen, vielen Jahren Journalistin bei der Rheinpfalz, aber dadurch als Historiker oder bin ich eben mit dem Quellenstudium und Fußnoten durchaus vertraut. Es ist nur so, dass es sich ja bei dem Thema Bürkel und die Weinstraße durchaus um ein Thema handelt, bei dem die Emotionen
immer noch leicht hochkochen, scheint mir jedenfalls, und bei dem die Sachlichkeit ja leicht unter die Räder kommt, wobei die Sache als solche ja mitunter, jedenfalls habe ich den Eindruck gewonnen, doch mehr mit Soziologie oder gar Psychologie als mit reiner Geschichtswissenschaft zu tun hat. Also warum nun ich und hier die Journalistin? Es gibt in der Pfalz doch in der Tat, sollte man meinen, jede Menge kompetenter hauptberuflicher Historiker oder Kenner der Weinstraßengeschichte für diese Aufgabe. Übrigens, da möchte ich ganz am Anfang noch darauf hinweisen, man muss hier in Neustadt gar nicht weit gehen, nur in die hiesige Rheinpfalz-Redaktion. Da stößt man auf Katrin Keller. Das ist eine promovierte echte Historikerin. Meine Promotion ist lediglich musikhistorisch. Und Frau Keller hat sich ausgiebig mit Bürkel und der Weinstraße und der Winzer- und Weinpolitik befasst. Dazu ist von ihr in der Rheinpfalz, just als es mal wieder um das heikle Thema Feiern oder nicht feiern, wenn ja, wie ging, eine Seite erschienen, von der ich hier mal einen Ausdruck mitgebracht habe, eine Seite in der Wochenendausgabe einer Rheinpfalz. Frau Keller hat nämlich das getan, was man eigentlich tun muss. Sie ist in Archive gestiegen, sie hat akribisch nach Quellen gesucht, nach zeitgenössischen Zeitberichten, wofür man als Journalist ja heute oft längst nicht mehr Zeit hat, sie hat sie sich genommen. Und sie nennt in diesem Zusammenhang auch Namen, die man einige Jahre zuvor vielleicht eher noch schamhaft verschwiegen oder, passiert oft genug, wissend grinsend, hinter vorgehaltener Hand in Hinterstübchen erwähnt hat. Wenn man sich seine eigenen Beiträge oder auch andere Beiträge nach Jahren manchmal wieder durchliest, schüttelt man auch selbst oft genug den Kopf und entdeckt Dinge, die man anders oder besser gemacht hätte. Ich habe natürlich den Beitrag von meiner Kollegin gelesen und kann nur sagen, Glückwunsch, auf dem kurzen Platz, den sie zur Verfügung hatte, kann man es eigentlich nicht besser machen aus heutiger Sicht. Erschienen ist die Seite übrigens in der Rheinpfalz-Wochenendausgabe vom 7. August 2010. Das war ein Jahr, in dem man sich wieder einmal hätte fragen können, sollen wir jetzt feiern oder nicht? 75 Jahre Deutsche Weinstraße. Man hat's gelassen und ist lieber geradelt, wie in jedem Jahr, mit Ausnahme von seit 1985, mit Ausnahme von 1986. Damals hat man 50 Jahre Weinstraße feiern wollen und es fand zum ersten Mal der nun seither sogenannte Erlebnistag Deutsche Weinstraße statt. Im August wohlgemerkt, da radelt sich's besser und nicht im Oktober. Es braucht wahrscheinlich noch viele Artikel wie jenen von Frau Keller und noch viele Symposien und Vortragsreihen dieser Art, um das von Frau Dr. Nordblom eingangs erwähnte Bild von Bürkel zu verändern oder auch nur neu zu sehen und ohne die besagten Emotionen, auf die ich gleich kommen werde, zu wecken. Es ist vielleicht auch kein Zufall, dass sowohl meine Kollegin als auch ich aus dem Westen stammen, aus dem Wald. Also völlig ausgeschlossen, möchte man annehmen, auch nur einen einzigen Winzer in unserer Ahnenreihe zu finden, der in irgendeiner Weise irgendwie belastet hätte sein können, zumindest mit diesem Thema. Ich kenne keinen der Agierenden und auch 1985 Agierenden näher persönlich und auch die Angehörigen nicht. Die Nähe zum Subjekt, das ist nun mal so, macht objektive Aufarbeitung oft unmöglich oder erschwert sie zumindest. Wobei das mit der Distanz auch nicht so ganz stimmt. Denn einer der enthusiastischsten Sänger der Deutschen Weinstraße zu ihrer Eröffnung am Wochenende des 19. und 20. Oktober 1935
war ein Mitarbeiter der NSZ-Rheinfront mit Namen Robert Oberhauser und der kam aus Pirmasens. Ich komme aus Kaiserslautern, so viel zum Thema Westen. Der Herr Oberhauser war später Feuilletonchef bei der Rheinpfalz. Aber es ist ja nun mal so, wir wissen, es gab keine Stunde Null, mit der alles, was war, dann auf einmal ausgelöscht wurde. Lassen wir also mal die räumliche Distanz zwischen Wald und Weinpfalz beiseite und beschränken uns auf die historische Distanz. Die wird nun, Frau Dr. Nordblom hat es eingangs ja schon gesagt, langsam groß genug, dass Veranstaltungen wie die im März und auch der Nachklang heute Abend stattfinden können. Sie war im Übrigen auch 2010, als dieser bewusste Artikel erschien, schon groß genug, um nicht nur die Umstände, die zur Erfindung, ich setze das in Anführungszeichen, der Weinstraße führten, sondern auch den Umgang mit dem Jubiläum von 1985 als historisches Forschungsobjekt zu betrachten. Es ist nun mal so, wie Frau Keller es geschrieben hatte und wie wir alle wissen, wo wir auch alle einverstanden sind, man kann über die Gründung der Deutschen Weinstraße nicht reden, ohne über Josef Bürkel zu reden. Aber wie man darüber redet, das macht wohl den ganzen Unterschied. Aber rufen wir uns doch mal die historischen Daten noch in Erinnerung. Der Lehrer Josef Bürkel, seit 1926 Gauleiter der NSDAP für den Parteigau Rheinpfalz, kannte die Probleme und Befindlichkeiten der Pfälzer Winzer in der Weimarer Republik ganz genau. Das ist die Überproduktion oder Missernten, wie sie immer wieder periodisch auftreten, oder, wie Gerhard Nestler und Dieter Schiffmann es kurz zusammenfassten, Krise war immer. Am Rande, ich habe mich selbst intensiv mit der nun über 150-jährigen Geschichte des Pfalztheaters in Kaiserslautern befasst. Und auch da war mein Ergebnis nach besagtem Quellenstudium und Zeitungslektüre aus der in Frage kommenden Zeit, Krise war immer. Mit einer Ausnahme, nach 1933 bis zum bitteren Ende 1944, als das Theater zerbombt wurde, war das Wort Krise aus der Berichterstattung gestrichen. Ähnlich mit der Weinproduktion der Weinwirtschaft, die ja 1918 durch den Versailler Vertrag schon sich mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert sah. Der rechtsrheinische Absatzmarkt war verloren gegangen durch die neu eingerichteten Zollschranken durch die französische Besatzungsmacht. Die Weimarer Republik brachte aber auch dann im Verlauf der 20er Jahre Handelsverträge mit Frankreich und Spanien, die Vorteile für die Industrieproduktion brachten, die Winzer aber in den Mond guckten, wie man so schön sagen kann. Sie sahen ihre Interessen. Und dann verbietet die bayerische Regierung 1927 den Anbau von sogenannten Hybriden oder Amerikanerreben, vorgeblich zum Schutz der einheimischen Rebsorten vor der Reblaus. Ein Gesetz, das im Übrigen Kleinwinzer und Großbetriebe gegeneinander aufbringt. Man kann nicht ganz einfach, es ist nicht ganz richtig zu sagen, die Winzer. Es gab da auch die größeren und die kleineren, die hauptbetrieblichen, die Nebenerwerbswinzer. Es war ein vielfältiges Mosaik, das sich da darstellt, wenn man da mal genauer drauf blickt. Eindeutig ist wohl, dass die Förderung der deutschen Landwirtschaft sich primär um die deutschen Ostgebiete kümmerte und den Weinbau auch nicht unbedingt als vorrangig betrachtet hat. Schließlich produzierte man ja ein nicht lebensnotwendiges Genussmittel, sagten die in Berlin, könnte man hier vielleicht anders sehen. Als Fazit kann man feststellen, unzufrieden sind am Ende alle, die großen Winzer, die kleinen Winzer, und die wenden sich dann auch nur allzu gerne von den ihnen bislang nahestehenden Parteien, ob sie nun DVP, BVP oder KPD hießen, ab. Bester Nährboden für die NSDAP. Da gibt es dann Zahlen.
Schon im September 1930 liegt die Partei im Bezirk Bergzabern mit 30,8% an dritter Stelle in der Pfalz, hinter den Städten Pirmasens und Zweibrücken, NS-Hochburgen damals. In den Weinbauorten Gleiszellen, Gleishorbach, Heuchelheim, Klingen, Niederhorbach 86,3%. Oberotterbach und Bleisweiler-Oberhofen wählen auch schon über 50% oder nur knapp darunter liegend die Einwohner, die Nationalsozialisten. Nicht anders in Gottramstein, Impflingen, Kleinfischlingen, Dackenheim, Ellerstadt, Erpolsheim, Karlstadt, Ungstein etc. 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 pp. Und dann kam schließlich noch die Rekordernte von 1934 mit einem Mostertrag, der 2,5-mal so groß war wie im Jahr zuvor. Diese und andere Zahlen und wichtige Informationen verdanken wir einem Beitrag, den die schon erwähnten Gerhard Nestler und Dieter Schiffmann, ja lange Jahre bei der Landeszentrale für politische Bildung und beide aus Frankenthal, eine Stadt, die wir auch schon wissen, sich vorbildlich mit ihrer NS-Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Dieser Beitrag ist in einem Büchlein veröffentlicht, das fast 30 Jahre nach seinem Erscheinen 1985 nun schon wirklich auch Gegenstand historischer Forschung unter dem Stichwort Haltbarkeit in Anführungszeichen sein sollte. Es trägt den Zungenbrechertitel Deutsche Last des Weines Stroms sich ins ganze Reich ergießen und den ebenfalls recht umständlichen Untertitel Die Pfälzer und ihre Weinstraße, ein Beitrag zu alternativen Landeskunde. Ich weiß, das war jetzt schon ein Urteil, aber es muss mir so vorkommen. Herausgegeben ist dieses Bändchen von Günter List, erschienen im Verlag Das Wunderhorn, gefördert vom Bezirksverband Pfalz damals. Man sollte meinen, ein solcher Sammelband über die Anfänge der Weinstraße, die Gründe, die zu dieser Einrichtung führten, gehöre zur Pfälzer Standardliteratur. Ich weiß nicht, wie es mir in Neustadt, Speyer oder Landau ergangen wäre. Ich bin in die Pfalzbibliothek in Kaiserslautern und habe festgestellt, es gehört nicht zum Ausleihbestand. Auch die dortigen Mitarbeiter waren darüber einigermaßen verblüfft, als meine Fernleihebestellung dann eintraf aus der UB Wuppertal. Ich vermute jetzt mal, diese Meinung, das muss doch da sein, verbunden mit dem Nicht-Dasein, hat doch etwas mit den sehr bewegten politischen Auseinandersetzungen rund um das Weinstraßenjubiläum 1985 zu tun und nicht nur mit diesem Jubiläum. Und das Büchlein, obwohl es doch um die aus der Sicht der einen verfehlten Feier zum 50-jährigen Bestehen der Deutschen Weinstraße ging, wurde in diesem Büchlein gleichzeitig das aus der Sicht der Herausgeber oder des Herausgebers ebenfalls verfehlte Jubiläum des Zuges zum Hambacher Schloss thematisiert. Das, von dem übrigens Engels behauptet, dass es auch weniger revolutionär als weinselig war. Gut, nebenbei. Also 1982 feierte man nämlich 150 Jahre Hambacher Schloss. Und dann kommt in dem Büchlein noch vor, nicht nur die Weinstraße, sondern auch kommen noch vor das Munitionslager in Fischbach, das Giftgaslager in Fischbach, das Munitionslager in Ramstein-Miesenbach und ganz gewaltig viel, man würde es heute Kohlbashing nennen. Schließlich kommt als einer der Autoren in diesem Buch auch der damals im ganz Linksaußenspektrum angesiedelte, in Neustadt geborene Friedensforscher Alfred Mechtersheimer zu Wort, von dem man heute nicht so recht weiß, wo man ihn suchen soll, vorsichtig formuliert. Also wir ahnen es, es ging bei diesem Weinstraßenjubiläum nicht nur um die Weinstraße, sondern vor allem um Rot gegen Schwarz,
um die konservative, friedensliebende sogenannte Provinz gegen die weltläufigen und selbstverständlich auch friedensliebenden Linken vom Aufbruch. Gut. Ein Prosit auf den Gauleiter ist der auch von Frau Dr. Nordblom schon zitierte Artikel überschrieben, der im Juli 1984 im Spiegel erschien. Zitat: Die größte Weinprobe der Welt, exerziert von einer 110 Kilometer langen, ununterbrochenen Menschenschlange fröhlicher Weintrinker, angekündigt für den nächsten Sonnabend am Schauplatz der Deutschen Weinstraße in der Pfalz. Wo sonst als hier in Helmut Kohls, unseres gemütlichen Kanzlers, ureigenster Provinz? Muss nicht, wo die Ressourcen jener Rhetorik liegen, die uns schon die größte Steuerreform in der Geschichte der Bundesrepublik versprochen hat, auch die Gemütlichkeit selber zum gigantomanischen Ereignis werden? Fragezeichen, Zitat, Ende. Ja, also das ist natürlich ein Tonfall, der für sich selbst spricht, denke ich. In seine Missachtung der politischen Verhältnisse bezieht der Autor und Herausgeber dann im Vorwort zum Buch auch die Presse mit ein. Eine Geschichte wird beschworen. Aus der Perspektive des Zeitungslesers, der morgens das, Klammer auf, einzig verfügbare, Klammer zu, Regionalblatt, das sind wir, die Rheinpfalz, aufschlägt, wird diese Beschwörung seit Mitte März aktenkundig. Aus allen möglichen offiziellen und redaktionellen Ecken kommt ihm eine Botschaft entgegen, dass ein Jubiläum anstehe. Die Weinstraße, an der er wohnt und die mit ihrem Werbenamen Deutsche Weinstraße heißt, existiert unter diesem Namen seit einem halben Jahrhundert. Also er hat uns offenkundig nicht geliebt, der promovierte Historiker und Journalist Günter List, dem damals wohl der Furor durchgegangen ist und der das sogar schon am Ende seines Vorworts fast selbst bedauert. Ist es begreiflich, warum dieses Vorwort polemischer ausgefallen ist, als sein Verfasser ursprünglich beabsichtigt hat, fragt er. Was in dem Büchlein steht, kann manches kann 30 Jahre später, über manches kann man 30 Jahre später nur erstaunt oder doch eher müde den Kopf schütteln. Das ist eigentlich schade, denn es steht auch sehr viel Kluges und Gutes drin, wenn man sich durch eine Ansammlung parteipolitisch bedingter oder vielleicht auch doch persönlicher, ich kenne, wie gesagt, keine der Beteiligten, Animositäten kämpfen muss, hinter denen sich Aussagen verstecken, die, wie eben die Ausführungen von Gerhard Nestler und Dieter Schiffmann, vieles in den rechten Zusammenhang rücken und einige Binsenweisheiten oder Wahrheiten dafür in den Bereich der Legende. Da ist zum Beispiel die durchaus existierende Absatzkrise von 34, 35, aber die mit einem Halbsatz oder etwas en passant dahingesagt mit dem nahezu vollständig zum Erliegen gekommenen Weinhandels, der ja fast völlig in jüdischer Hand war, zu erklären, ist ein bisschen einfach, aber dafür gibt es viele andere Erklärungen, die in der allgemeinen Polemik dann auch untergegangen sind. Eine weitere Frage, die man sich nach der Lektüre durchaus stellt, ist die Frage, war es wirklich so eine geniale Idee, Werbung für mehr Absatz statt für mehr Qualität zu machen? Da gibt es einen Beitrag von Jürgen Mattes, den ich auch noch nicht persönlich getroffen habe, der aber auch in unserem Freizeitmagazin Leo regelmäßig veröffentlicht. Und ich würde ihm auch gerne sagen, dass man das, was er damals schrieb über Weinwerbung, auch heute noch mit Gewinn lesen kann. Er räumt da schon auf mit einigen Legenden, und zwar nicht polemisch, sondern mit guten Argumenten. Wahrscheinlich ist es mit guten Beiträgen so wie mit gutem Wein, sie halten länger.
Bei Matthes ist auch nachzulesen, dass Bürkel durchaus nicht der alleinige Erfinder der deutschen Weinstraße war. Und es ist wohl auch kaum anzunehmen, dass da im Juli 1935 im Gasthaus zum Bayerischen Jäger in Schweigen einige Parteihonoratioren zusammensaßen. Klammer auf, wer war das eigentlich? Klammer zu. Und einer davon, Bürkel, plötzlich fröhlich in die Runde rief, lasst uns eine Weinstraße gründen. Gewiss waren die Machthaber und damit auch Bürkel in Zugzwang, denn sie hatten ja Versprechungen gemacht, die einzulösen waren. Aber drumherum gab es da auch die vom Reichsnährstand, der standespolitischen Organisation der nationalsozialistischen Agrarpolitik, schon 1934 eine organisierte Weinpatenaktion. Ohne Zwischenhandel wurden in rund 250 Patenstädten Wein aus der Pfalz geliefert und fand reißenden Absatz. Und zum selben Zeitpunkt, als der Gauleiter seine berühmte bejubelte Einweihungsfahrt von Schweigen nach Grünstadt unternahm, organisierte Berlin reichsweit eine Woche des deutschen Weins. Man kann also durchaus am Lack kratzen, für den der begabte Selbstinszenator Bürkel selbst gesorgt hat. Er war, das dürfte mittlerweile klar sein, mit dem ausgestattet, was wir heute gerne mit politischem Instinkt bezeichnen. Das Gespür für den rechten Augenblick und auch der gelungenen Selbstdarstellung, das ist noch heute wichtig, wenn man reüssieren will und wenn man beliebt sein will, welche Bilder wirken, wie man am besten vor den Kameras posiert, welche Themen gerade besonders wichtig sind in der Öffentlichkeit. Aber weil historische Vergleiche ja immer hinken, nenne ich jetzt keine Namen. Die Erfindung der Weinstraße als eines von vielen Marketingmitteln, lange bevor der Begriff überhaupt existiert hat. Das ist nur ein Ding, um das es gehen sollte. Es muss auch hinterfragt werden, für wen hat Bürkel eigentlich Werbung gemacht? Für sich damals oder für den Wein? Und dann sollte man auch noch hinterfragen, ist es wirklich wichtig oder von mehr Wichtigkeit für den erhöhten Absatz als für die Qualität Werbung zu machen. Bürkel hat in vieler Hinsicht seine Zeit genossen und wenn auch im anderen Sinn auch noch seine Nachwelt lange geblendet. Das Bild, das es zu revidieren gilt, wurde anfangs schon erwähnt. Ich meine, wir sollten ihn von seinem Sockel, von dem des Weinstraßenerfinders vielleicht herunterholen. Dann könnte man vielleicht heute besser werben und auch entspannter feiern und unvoreingenommener an zukünftige Gedenkfeiern herangehen. 80 Jahre, Frau Nordblom, ist vielleicht ein etwas krummes Datum. Geben wir dem Erinnern und der Forschung vielleicht noch ein bisschen Zeit, weil angesichts der eingangs erwähnten schwierigen Referentensuche habe ich so meine Zweifel, ob das so leicht ist, das Thema jetzt schon anzugehen. Wahrscheinlich wird es nicht mehr so hohe Wellen schlagen wie 1985. Das dürfte sicher sein. Danke. Den Referenten herzlichen Dank für die Darbietung ihrer Vorträge. Wir wollen Ihnen jetzt gerne die Möglichkeit geben, natürlich auch noch Fragen zu stellen. Wir haben dazu ein Saalmikrofon aufgestellt und ich bitte einfach, dass Sie sich dorthin begeben, wenn Sie uns eine Frage stellen wollen. Also eher den Kollegen wie mir. Sie werden uns nicht den Eindruck geben wollen, Sie wären wunschlos glücklich. Ja, Herr Reif.
zwar, ich bin ja kein Zeitzeuge. Und wir, also da bin ich zwar alt, aber in dieser Zeit war ich ein ganz kleiner Junge und war Nachbar der Kinderbürger. Und meine Mutter ist mit der Papierge und der Sikor sprach, als zum Einkaufen gegangen. Ich habe es dann nämlich in dem Sinne überrascht. Also wenn ich nochmal wiederholen darf, ich bin also in der Nachbarschaft von der Familie Bürgel groß geworden, 3-4 Jahre, und habe dann als kleiner Junge diese Sache mitbekommen. Auf den Vortrag von Herrn Dr. Rummel in Bezug auf das Vermögen, also ich weiß also nicht, wo irgendwo bei der Familie Bürgel irgendwo erworbenes Vermögen hergekommen sein soll. Ich kannte den Hermann Bürgel sehr gut. Es war ein sehr ehrenwerter Mann in Neustadt, mit dem ich also oft Sport getrieben habe, und kenne auch den Engel, also den Sohn vom Hermann Bürgel, der wohnt hier, ist ein Bürger in Neustadt, und kenne auch die Urenkelin, die Magda Bürgel, die also sehr darunter litt, dass also in den Schulen immer unwahrscheinlich viel auf sie einlief, aufgrund der Tatsache, dass ihr Uropa Josef Bürgel war. Also ich kann mir nicht vorstellen, wo das viele Vermögen hergekommen sein soll. Und ich kann also nicht verstehen, als vorhin über Hermann Bürgel gesprochen wurde und ab und zu mal gesagt wurde, er ist in die Kirche gegangen und so weiter. Das stimmt alles. Das ist alles eine Tatsache. Die kann man also, nur man kann es nicht beweisen. Aber ich habe immer das Gefühl, bei solchen Dingen wird von der Forschung her immer nur nach den negativen Sachen gesucht. Und nicht auch ab und zu mal vielleicht irgendwas, wo Gutes ist. Was ich vermisse, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt, dass irgendwann einmal die Frage aufgekommen ist, wie war das Verhältnis von Josef Bürgel zu dem Vater Europas, zu Robert Schumann? Was war dort wirklich? Stimmt das, was ich, also als etwas älterer dann von meinem Vater erfuhr, dass Robert Schumann während seiner 15-monatigen Internierung in Neustadt bei der Familie Bürgel Kaffee getrunken hat? Oder ist es gelogen? Also in der Beziehung würde ich mir wünschen, wenn auch da mal was gemacht wird. Es gibt also ganz wenig Unterlagen darüber. Im Archiv bei Herrn Dr. Rummel gibt es ein kleines Heftchen, wo also ansatzweise darüber geschrieben wurde, dass vielleicht Bürgel doch verhindert hat, dass Robert Schumann in ein Konzentrationslager kommt. Und auch vielleicht, ich kann es ja nur aus dem sagen, was ich erfahren habe, ihm zur Flucht verholfen hat. Also es gibt viele Dinge, die hier noch im Unklaren sind. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass man sachgerecht, ohne Emotionen, solche Dinge aufbereitet. Das wäre mein ganz großer Wunsch. Danke, Herr Reif. Wollen Sie was sagen, Herr Dr. Rummel? Ja, vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Ich kann mich Ihrem Wunsch nur anschließen. So habe ich auch meinen Vortrag heute Abend verstanden. Von der ersten... Ich hätte noch viel mehr aus der Entnazifizierungsakte vorlesen können, aber die Zeit läuft dann natürlich davon. Der Historiker ist kein Richter. Er schaut sich an, was die Beteiligten damals gemacht, gesagt haben und versucht, das verständlich zu machen. Ich habe mir auch die Entnazifizierungsakten meiner Eltern angeschaut, als ich junger Archivar war, und meines Großvaters, und war ein bisschen bange, was ich da finden würde, und habe sehr viel verstanden dadurch.
Also auch das hat mich nicht zu einem Urteil geführt, sondern zu Verständnis. Das halte ich für ganz wichtig. Ja, von daher, denke ich, verstehen wir uns genau richtig. Dankeschön. Das immer Negative. Also eigentlich ist die Entnazifizierung ein Vorgang, bei der eigentlich alle fast nur versucht haben, sich positiv darzustellen. Sie finden kaum Entnazifizierungsakten, die wirklich das wirklich Negative bringen, weil alle jetzt versuchen, natürlich davon zu kommen. Das macht es so schwer, das zu lesen, gegen den Strich zu lesen. Wenn man das alles für bare Münze hielte, was in allen diesen Akten steht, hätten wir eigentlich keine Nazis gehabt. Das ist das Problem. Ja, auch mein eigener Vater hat gesagt, er ist SA-Mann geworden, weil es der Wirtschaft schlecht ging und er arbeitslos war. Ja, das kann ich verstehen, das wusste ich auch schon aus dem Schulbuch. Leider habe ich nicht die Gelegenheit genutzt, mit ihm darüber zu sprechen, warum er denn so viel anderes noch in Kauf genommen hat und warum er den SA-Sturm gegründet hat, warum er wieder rausgegangen ist, was der Röhmputsch auf ihn für einen Eindruck gemacht hat und so weiter und so fort. Leider ist das Gespräch zu spät erfolgt. Deswegen muss ich immer mit diesen dürren Zeilen in den Akten mich begnügen. Aber das ist nun mal die Aufgabe des Historikers. Aus der römischen Zeit haben wir ein paar Inschriften, müssen versuchen, ganze Kaiserbiografien aus Inschriften zu erstellen. Die haben sich auch nur selber gelobt. Das macht die Birkel-Akte so interessant. Da ist unglaublich viel Material drin. Also die Briefe von Hilde Birkel und von Hermann Birkel sind ja wirklich bewegend. Selbst wenn man nicht anders kann, als zu sehen, sie haben sehr viel ausgeblendet, aber sie haben auch etwas eingeblendet. Was haben Sie denn erlebt und in Erinnerung behalten, wenn Sie das andere auch nicht erwähnen? Das ist ja trotzdem erwähnenswert. Ja. Zu Ihrer Frage Vermögen. Ich glaube, da haben wir uns missverstanden. Das Vermögen, wenn Sie die Birkel-Akte sich angucken, da ist ein Gutachten eines Wirtschaftsprüfers, Flucht, drin. Das ist vom Rechtsanwalt Wöscher bestellt worden. Da wird klipp und klar nachgewiesen, welche Einkünfte der Herr Birkel als Gauleiter hatte. Die Frage war nur, wie bewerten wir das? Die Einkünfte waren, sage ich mal salopp, erheblich. Die politische Frage war, hätte er als Lehrer, wenn er in der gleichen Zeit Lehrer geblieben wäre, genauso viel oder ungefähr so viel verdient? Also, oder ist der Unterschied zwischen dem, was er als Lehrer verdient hätte, wäre er Lehrer geblieben, und dem, was er als Gauleiter erwirtschaftet hat, so erheblich, dass man das im Sinne der Landesverordnung zur Entnazifizierung als Nutznießertum bezeichnen könnte? Das war eine rein politische Frage. Und dann war die Frage, sind diese Häuser, die er erworben hat, die Hausgrundstücke, eben aus dieser Tätigkeit, dieser politischen Tätigkeit, aus dem Vermögen gekommen, oder wirklich, das war ein interessanter Gedanke, der kam sogar vorher nie vor, aus dem Erbe der Mutter Hilde Birkel, die aus einer Hoteliersfamilie kam. Das ist also auch von der Staatskanzlei nochmal x-mal nachgerechnet worden, und man sagte einfach dann, ja, die Größenordnung der Bezüge von Josef Birkel ist einfach so, das kann man nur politisch erklären. Die Witwe hat dagegen eingewendet, mein Mann hat auch sehr viel gespendet. Also auch das kommt da rein. Das wurde aber dann, aus welchen Gründen auch immer, oder vielleicht habe ich es übersehen, es ist eine sehr dicke Akte und ich habe sie erst vor kurzem entdeckt, nicht recht gewürdigt, dass er sehr viel Geld gespendet hat aus den Einkünften, die er hatte. Also wenn Sie die Zahlen sehen, die nackten Zahlen, die der Wirtschaftsprüfer im Auftrag des Rechtsbeistandes erstellt hat, dann ist eigentlich schon klar, warum er sich die Häuser kaufen konnte. Die Frage ist nur, wie bewerten wir das oder wie wurde es damals bewertet? Natürlich, nach dem Urteil war davon nichts mehr übrig. Also Hermann Birkel hat ganz, ganz klein angefangen. Das steht fest. Das ist schon, das entspricht auch Ihrer Wahrnehmung. Da war davon nichts mehr da. Ja, ja gut, das waren die drei Dinge, die ich ansprechen wollte. Dankeschön. Ja, guten Abend. Mein Name ist Werner Helle, ich bin hier im Vorstand der Bezirksgruppe des Historischen Vereins, und es scheint wohl so eine Historiker-Eigenschaft zu sein, dass wir alle dann, wenn wir Historiker werden, dann unsere Eltern überprüfen. Ich habe das auch gemacht, mein Vater ist mit 18 in die Waffen-SS eingetreten, mein Opa wollte ihn gleich verhauen, aber er durfte das nicht, schade. Und man möchte dann gerne wissen, was passiert ist, und das ist auch eine Motivation, dann Geschichte zu studieren. Was sehr informativ war bei dem letzten Vortrag des Professors aus Wien im Frühjahr, war, der schöne Titel war natürlich Bierleiter Gaukel, lässt ja schon einiges erwarten. Er war sehr amüsant und ich habe mich nachher mit ihm unterhalten. Und da kam ein Gesichtspunkt und da frage ich mich schon. Es sind ungeheure Vermögenswerte in dieser Zeit den österreichischen Juden weggenommen worden und
das ist irgendwohin verschwunden. Die Frage ist es möglich, dass also hier sagen wir, Vermögenswerte, ich sage mal so etwas salopp, gebunkert worden sind? Ja, der Herr Dr. Rummel wird eine Antwort versuchen. Kann man, obwohl es im Einzelfall schwer ist, doch ganz gut sagen. 2004 wurden im französischen Besatzungsarchiv, damals noch in Colmar, jetzt ist es in Paris, die Akten der saarpfälzischen Vermögensverwertungsgesellschaft gefunden. Haben die Franzosen bemerkt, was sie damals 1945 hier aus der Pfalz mitgenommen hatten. Das war eine Gesellschaft, die wurde unmittelbar nach der Reichskristallnacht, der sogenannten, ja, von der Gauleitung gegründet worden ist und war genauso famos vom Marketing her letztendlich wie die Weinstraßen-Idee, eine Gesellschaft zur Verwertung des Eigentums der Juden, die man jetzt enteignen würde. Das, was wir bekommen haben aus Colmar, umfasst 673 Firmenakten. Es sind nur die Akten der jüdischen Firmeninhaber. Die gesamte Geschäftskorrespondenz, die gesamten Bilanzen, alles, was das Vermögen umfasste, was die Geschäfte wert waren, war bilanziert. Und es wurde ein politischer Preis festgesetzt, um im Sinne von Birkels sozialistischem NS-Verständnis diese Güter ja an Arier zu bringen. Das hat er so günstig gemacht, dass er sich in Berlin vor Hermann Göring persönlich verantworten musste, er würde Reichseigentum verschleudern, weil man dieses jüdische Eigentum ja schon im Vorgriff auf die dann auch stattfindende gesamte Arisierung quasi schon dem deutschen Staat als ihm eigentlich zustehenden Inhaber zurechnete. Also das war seine Philosophie. Er hat, also weil Sie fragen, wo ist das geblieben? Das ist in Wien wahrscheinlich mehr oder weniger genauso gelaufen. Birkels Vorgehen war so eigenmächtig, dass es ihm wahrscheinlich auch einen Rüffel vom Führer eingetragen hat. Jedenfalls hat Hitler deswegen, unter anderem deswegen, weil es in der Pfalz so anders lief, wie es aus fiskalischen Gründen laufen sollte, im Mai 1941, als die Deportation der deutschen Juden nach Osten begann, Gestalt anzunehmen, befohlen, dass in Zukunft die Verwertung des jüdischen Eigentums nur über die Finanzämter zu laufen hat. Weil die wissen sozusagen, die können genau dem Staat Rechenschaft darüber ablegen, was der Staat dann auch bekommt. Da war es vorbei mit den Schnäppchen, sage ich mal etwas salopp. Aber die Verwertung durch die saarpfälzische Vermögensverwertungsgesellschaft, das war so eine Verteilung von Schnäppchen, ganz eindeutig. Ja, und dann, wo ist es geblieben? Es ist bei den vielen geblieben, die diese Betriebe übernommen haben, aber die mussten dann, wenn die Akten die Beweislast so entsprechend hergaben, das nach 1945 nochmal neu bezahlen. Also ob ein bleibender Vorteil daraus entstanden ist, würde man nur bei einzelnen Firmengeschichten, wenn man die mal rekonstruieren würde, feststellen können. Aber so ist es gelaufen. Also kein großes Mysterium im Grunde genommen. Die Alliierten haben da ja geforscht. Das war der Sinn dieses Kontrollratsgesetzes 52. Sämtliches Vermögen, das aus politischen Gründen weggenommen worden war, unterliegt der Sperrung. In allen Grundbüchern wurden Sperrvermerke eingetragen. Die können Sie heute noch nachlesen. Und jeder Besitzer eines gesperrten Vermögens konnte nur irgendwie hoffen, dass der Sperrvermerk irgendwann wieder gelöscht wird. Ob er dafür dann bezahlen musste oder nicht, das war eben dann die Frage. Haben wir noch Fragen? Jetzt hätte ich gesagt, drehen wir noch eine Runde. Der Herr Titus und dann anschließend der Herr Beck. Mein Name ist Eberhard Titus. Ich bin Vorsitzender des Fördervereins zur Gedenkstätte hier in Neustadt. Der Beitrag von Ihnen, Frau Gillich, hat mich angeregt, Folgendes mal kurz zu sagen. Ich habe hier eine DVD zufällig in die Finger bekommen, Shalom Weinstraße aus dem Jahr 1989 vom SWR. Auf dieser DVD, die Qualität ist sehr schlecht, ist besagter Günter List interviewt worden, unter anderem. Und er hat damals wohl mit anderen zusammen eine Initiative versucht durchzusetzen, nämlich dass am Weintor in Schweigen eine Erinnerungstafel angebracht werden soll mit folgendem Wortlaut: Dieses deutsche Weintor, 1936 gegründet, sollte seinerzeit ein völkisches Denkmal sein, indem es den Pfälzer Winzern Rettung aus wirtschaftlicher Not versprach, sagte es zugleich den in dem Weinbau tätigen jüdischen Mitbürgern die Vernichtung an. Möge es heute ein Tor des Friedens sein, die Erinnerung an die Opfer
und die Erinnerung an die Opfer wachhalten. Diesen Textvorschlag, den er damals 1989 wohl im Zusammenhang mit den letzten Feierlichkeiten um die Deutsche Weinstraße formuliert hat, hat er, so wie er interviewt wird, damals an die Verantwortlichen der Deutschen Weinstraße, des Touristikverbandes oder wem auch immer, vielleicht der Weinbruderschaft. Ich nenne dieses einfach mal geschickt mit der Bitte, das umzusetzen. Die Reaktion auf dieses Schreiben war gleich null. Ich setze noch was dazu. Auch 1995 war ich unter anderem am Weintor und habe ein kleines Messingschild gefunden, ungefähr die Größe vom DIN A4-Blatt. Darauf stand, also ich habe es hier fotografiert, Deutsches Weintor, Beginn der 80 Kilometer langen Weinstraße in einer weinwirtschaftlichen Notzeit im Jahre 1936 in nur 8 Wochen erbaut. Der ganze Text. Ich habe daraufhin den damaligen Landrat Weber angesprochen und darum gebeten, dass dieses unsägliche Schild ergänzt wird und dass entsprechender Historie einfach die Wahrheit hier noch dazukommt. Das Ergebnis war, dass nach ein paar Wochen dieses Schild entfernt wurde. Das ist bis heute noch zu sehen. Ich war jetzt kürzlich noch mal dort. Die 4 Dübellöcher von diesem Schild habe ich noch mal fotografiert. Also es hat sich nichts getan seit 1995. Und ich wünschte mir, dass die Initiative von dem Herrn Günter List endlich mal umgesetzt wird. Herr Dietus, auch ich würde mir das wünschen, aber ich glaube, wenn Sie die Vorgeschichte, einige von Ihnen werden sie sehr viel besser kennen als ich, und alles, was um dieses Ereignis herum passiert ist, kennen, kann man sagen, die Atmosphäre ist wahrscheinlich so vergiftet, dass die Beteiligten einfach nicht miteinander können, das, was sehr schade ist, aber es wird an der Zeit, dass etwas passiert, das ist schon richtig. Ich werde bei. Ja, Herr Bix, er hatte sich noch gemeldet. Mein Name ist Bernhard Beck. Ich bin Mitarbeiter im Stadtarchiv in Neustadt ehrenamtlich. Ich habe aber jetzt eine ganz andere Frage. Der Hitler, der Bürgel hat ja Hitler die Pfalz als judenfrei bezeichnet. Und da ist jetzt meine Frage, hat er seinen Führer angelogen? Denn in Neustadt haben ja noch mindestens 2 bekannte Juden gelebt. Einer war Josef Oppenheimer. Man kann 1938 im Adressbuch nachlesen, dass er in der Talstraße 22 wohnte. Ihm ist nie was passiert. Er ist am 31. Januar 1945 einen natürlichen Todes gestorben. In der Gabelsberger Straße 3, er ist inzwischen umgezogen gewesen, und mir kann niemand doch klar machen, dass das niemand wusste, dass es in Neustadt Juden gibt, und der Bürgel meldet die Pfalz für judenfrei. Und das möchte ich wissen, hat da jemand eine Erklärung für? Dieser Josef Oppenheimer ist offiziell beerdigt worden auf dem Neustadter Friedhof. In seiner Sterbeurkunde steht drin Israelit. Und warum ist ihm nichts passiert? Ich kann das in dem konkreten Fall nicht erklären. Es haben
Wenige, aber es haben Juden überlebt, auch wenn dann die Verantwortlichen groß vollmundig erklärten, meine Provinz, mein Gau, mein Kreis ist judenfrei. Das ist auch eine Form des Marketings, der Selbstdarstellung. Es gab ja sogar SS-Offiziere, die haben aus Serbien zum Beispiel, der Trierer Staatsrat Turner, der hat Hinrichtungszahlen gemeldet, die waren erfunden, nur um Berlin zu beeindrucken, wie eifrig er in der Judenvernichtung tätig ist. Also es gibt, das glaube ich, muss man nicht sehr ernst nehmen. Es haben Juden überlebt aufgrund deutscher Hilfe und es gab wahrscheinlich auch den einen oder anderen Fall der Protektion. Bekannt ist ja Hermann Görings Bonmot, wer Jude ist, bestimme ich. Ob das hier in dem Fall so etwas wäre, das ist ja alles, was wir gar nicht wissen. Wie Börkel in den ganzen Jahren kommunizierte, wer die Bittsteller waren, von denen Hilde Börkel in ihrem Brief spricht, wem er denn dann wirklich geholfen hat. Nur, wenn er wirklich auch nur einem einzigen Juden geholfen hätte und das wäre ihr noch klar gewesen, hätte sie es erwähnt in der Akte. Dass sie die Juden überhaupt nicht erwähnt, heißt zumindest für mich als Historiker, sie kamen nicht vor. Das kann ich nur so sagen. Also bis zum Erweis des Gegenteils. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Rummel. Ich würde dann die Veranstaltung schließen. Darf mich recht herzlich bedanken für die informativen Vorträge. Wünsche uns, dass wir vielleicht im Zusammenhang mit dem Film, den ich zu besorgen gedenke, und der Bezirksgruppe eine weitere Veranstaltung zum Thema anschließen, auch unter der Sicht, wenn sich neue Forschungsergebnisse natürlich in dieser Zeit ergeben. Es wird ja an dem Thema gearbeitet und darf mich auch bei Ihnen recht herzlich für Ihre Diskussionsbeiträge bedanken. Ich wünsche einen guten Nachhauseweg.